Ja, grüße euch sehr herzlich zur Freitagsmeditation Tibetischen Zentrum, genauer gesagt hier in der Güntherstraße nahe der Hamburger City. Ja, freue mich immer sehr, dass doch eine kleine, feine Gemeinde so treu dabei ist, jetzt schon seit 3, 4 Jahren. Ja, das ist das Allerwichtigste, dass es kontinuierlich auch stattfindet, ne? Dass man sich länger damit beschäftigt. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass man nur so eine kurzfristige Begeisterung aufbringt, sondern dass man sich mit dem Dharma über längere Zeit kontinuierlich beschäftigt, dann kommt wirklich was dabei raus. Deshalb freue ich mich einerseits, dass ihr, was ja jetzt auch wieder unproblematisch ist, eben kommt. Und andererseits die treue digitale Gemeinde auch, die noch nicht irgendwie den völligen Influencer-Status erlangt hat, aber doch schon sehr ordentlich für einen teilweise auch schwierigen und etwas zähen Stoff, der aber aus meiner Sicht eine bestimmte Bedeutung hat. Wir werden nachher noch zum Thema Vertrauen kommen. Vertrauen bedeutet nicht immer, dass etwas nur angenehm ist oder dass man das mag. Tibeter sagen, Vertrauen zum Bier sagt man nicht, das ist was anderes. Man hat im Dharma auch Vertrauen in die erste Wahrheit vom Leiden zum Beispiel. Das ist vielleicht ungewöhnlich, aber wenn etwas wahr ist, sollte man darauf vertrauen, auch wenn es nicht unbedingt angenehm ist. Ja, und ich habe den Eindruck, dass einige da wirklich sehr kontinuierlich dabei sind, sich damit beschäftigen. Obwohl sie wissen, dass am Freitag teilweise relativ viel Stoff kommt und auch ziemlich viel für den Kopf, was ja heute nicht immer so gefragt ist. Aber aus buddhistischer Sicht kommt man um den Kopf nicht so ganz rum. Auch wenn das vielleicht einige andere sehen. Wir kommen nachher noch zum Faktor Verblendungslosigkeit vielleicht und zur Ruhe kommen. So degeneriert ist der Buddhismus schon. In Wirklichkeit müsste man schon ein bisschen was lernen auch, anders ist Meditation nicht effektiv. Ja, eine ähnliche Situation findet man heute natürlich auch. Es ist, wie gesagt, manchmal mühsam, Dinge zu analysieren und zu verstehen. Aber wie der Dalai Lama immer sagt, wenn du nicht gelernt hast, was willst du dann meditieren? Letztlich hat Meditation etwas damit zu tun, dass man das, was man zunächst versteht, auch intellektuell, ins Herz sendet oder vertieft. Ne? Wenn da nichts zu vertiefen ist, wird das nicht so viel. Ne? Aber das heißt nicht, dass ich natürlich nicht verstehe, dass man heute das Bedürfnis hat, das übermäßige konzeptuelle Denken zu verringern, das uns alle extrem belastet. Wir haben so viele Sinneseindrücke heute, müssen über so viel nachdenken, haben so viele Sorgen und Ängste. Deshalb sind in der Tat die Unterweisungen auch im Buddha-Dharma, die dazu führen, dass der Geist zur Ruhe kommt, Konzepte sich verringern, gerade heutzutage von besonderem Wert, auch in der Psychotherapie oder in der Medizin oder in der Pädagogik und so weiter. Tatsache ist, dass wenn der Geist nicht zur Ruhe kommt, dann kann er auch keine analytischen Themen vertiefen. Das ist tatsächlich die Voraussetzung. Deshalb machen wir am Montag tatsächlich hauptsächlich konzentrative Techniken, da wird nicht so viel geredet, Shamatha und Satipatthana, was man heute gern Achtsamkeit nennt, wir nennen es Vergegenwärtigung. Am Freitag ist eben mehr die Analyse gefragt und wir werden heute auch am Ende der Erläuterung eine analytische Meditation machen. Im Idealfall bringt man beides letztlich zusammen. Das nennt man die buddhistische Meditation, besteht aus konzentrativer Meditation und analytischer. In ihrer höchsten Vollendung ist das dann Shamatha und Vipassana. Und die müssen letztlich zusammengeführt werden. Das heißt, dass man in einem sehr ruhigen Geist, einem sehr konzentrierten Geist, die Erkenntnis am Freitag, wie gesagt, machen wir durchaus wieder ein bisschen Stoff. Und zwar letztes Mal bin ich auf die Tugenden eingegangen. Wie bin ich darauf gekommen? Ja, grundsätzlich meine ich zu erkennen, dass eigentlich in unserem Kulturbereich aus der Antike stammt, das Wort Tugend ganz in die gleiche Richtung geht, wie was man im Buddhismus heilsam nennt. Ne?
Es gibt gewisse Unterschiede. Die Tugendlehren der Antike hatten nicht immer Wiedergeburt im Programm. Ziemlich oft übrigens. Plato glaubt an Wiedergeburt, selbstverständlich. Und hat Sokrates kurz vor seinem Tod, lässt Plato sogar ganz genau analysieren, warum er überzeugt ist, dass sein Geist sich weiter fortsetzen wird. Und dass er als Philosoph auch nichts viel zu befürchten hätte. Er erwartet, dass er unter Philosophen weiterleben wird, weil er ja Philosoph war, meint er. Gut, das sind durchaus Dinge, die an Karma und Wiedergeburt ähnlich sind. Ja, im Phaidon, also der Geschichte vom Tod des Sokrates, der ja den Schierlingsbecher trinken musste und so weiter. Ja, da ist sogar ein Mythos enthalten, der darstellt eben, welche verschiedenen Welten es gibt und wie die Wesen da hin und her wandern. Das erinnert schon sehr an den Daseinskreislauf, den wir ja auch öfter besprochen haben. Ja, der Plato, der hatte auch eine sehr tiefe, mystische Sicht der Dinge, ganz bestimmt. Pythagoras hat übrigens ausdrücklich die Wiedergeburt gelehrt und so weiter. Aber zuletzt bin ich mehr auf die Stoiker eingegangen. Da gibt es verschiedene Leute. Einige sind dezidiert nicht religiös, aber sie haben eine Tugendlehre entwickelt. Und eben, dass die Tugenden tatsächlich die Ursache echten Glücks sind. Ne? So wie man im Buddhismus sagt, dass der heilsame Geisteszustände insbesondere die Ursache wahren Glücks sind. Das kommt aufs Gleiche hinaus. Nur, dass im Dharma, wie gesagt, noch gesagt wird, dass das sogar nach dem Tod sich so auswirken wird, nicht nur in diesem Leben. Aber da gibt es eben hervorragende Autoren, die auch im Moment wieder ein bisschen in Mode gekommen sind. Marc Aurel, Seneca, Plutarch, Epiktet und so weiter. Alle 20 Jahre circa werden auch in der westlichen Kultur, kommt wieder irgend so ein Bestseller heraus, der eben die alten Lehren der Stoiker lobt. Weil wir natürlich in unserer Gesellschaft, die im Moment nicht sehr auf Tugend ausgerichtet ist, immer wieder große Leiden und Defizite spüren und merken, dass da irgendwas fehlt. Ne? Und dann werden diese alten Kräfte wieder ausgebuddelt sozusagen. Und das lohnt sich auch. Also der Zusammenhang ist, weshalb wir das auch hier machen im Dharma, dass wir als Lebewesen nicht nur einen Körper haben, sondern auch einen Geist. Dass man einen Geist hat, erkennt man vor allem daran, dass man Empfindungen hat. Und Empfindungen unterteilen sich in glückhafte und leidhafte Empfindungen. Und alle Wesen bevorzugen aus buddhistischer Sicht eben glückhafte Empfindungen und nicht leidhafte Empfindungen. Aber es geht ein bisschen tiefer. Es geht nicht darum, dass man immer nur angenehme Erfahrungen macht. Das wäre ja ziemlich oberflächlich. Sondern, dass man einen tiefen Lebenssinn erfährt, einen Frieden des Geistes, das nennt Aristoteles Eudaimonia, das glückselige Leben. Das glückselige Leben bedeutet nicht, dass man immer nur Glück erfährt, sondern dass man das Gefühl hat, das eigene Leben macht Sinn, das hat Bedeutung. Und Aristoteles weist auch darauf hin, dass man auch angesichts des Todes, und der wird irgendwann kommen, dann das Gefühl hat, dass das in Ordnung war, wie man gelebt hat, dass das relativ gut war. Das gibt einem auch im Leben schon viel Kraft, wenn man denkt, dass selbst angesichts des Todes man irgendwann keine große Reue haben muss. Ne? Gut, und was sagt Aristoteles, wie man diese Eudaimonia erlangt? Eben durch Tugenden. Ne? Genau wie der Buddha sagt, in den vier edlen Wahrheiten geht es ja um Leid und seine Ursache und Glück und seine Ursache. Und die jeweilige Ursache von Glück und Leid hat der Buddha als geistige Eigenschaften bezeichnet, letztlich. Natürlich gibt es auch äußere Umstände, die Glück und Leid bewirken, aber die tiefere Ursache von Glück und Leid des Einzelnen und der Gemeinschaft, der ganzen Gesellschaft, mittlerweile der Welt, der globalen Gesellschaft, ist zu suchen im Geisteszustand der Lebewesen selber. Und was sagt der Buddha, was der Ursprung allen Leidens ist? Die sogenannten Leidenschaften, das sagen wir ja auch im Deutschen. Das Wort selber bringt es ja schon mit sich. Das heißt, gestörte Geisteszustände, die auf Unwissenheit basieren, die Dinge falsch sehen, völlig übertreiben. Und daraus wird der Geist dann sehr unruhig und undiszipliniert. Und man neigt dazu, anderen Schaden zuzufügen. Das sind Leidenschaften. Ne? Darüber habe ich ja auch mindestens dreimal hier gesprochen. Ich nehme das immer wieder auf.
Es gibt vielleicht kein wichtigeres Thema im Buddha-Dharma, als zu verstehen, was Leidenschaften sind. Ne? Zum Beispiel Hass, Gier und Unwissenheit genau zu verstehen, die sogenannten Wurzelleidenschaften oder die drei Gifte, wie das der Buddha nennt. Entsprechend das Gegenteil in der vierten Wahrheit, also übrigens Leidenschaften nennt man vielleicht auch im Westen Laster. Aristoteles wird da übersetzt als Laster vielleicht. Hat nichts mit LKW zu tun, aber ja, aber auch sehr beschwerend. Ja, in der vierten Wahrheit finden wir als Ursprünge des Glücks auch geistige Eigenschaften. Der Buddha hat sie witzigerweise manchmal negativ benannt. Das werden wir wahrscheinlich nachher noch kriegen. Er sagt Begierdelosigkeit, Hasslosigkeit und Verblendungslosigkeit. Das ist der Ursprung des Glücks. Ja, einerseits klingt das komisch, dass der Buddha so negative Ausdrücke benutzt, ist aber auch eine große Vision. Er meint, wir müssen nur die Verrücktheiten unseres Geistes beseitigen, dann kommt sowieso was Positives hin. Das muss man gar nicht erst herstellen. Unser Geist ist eigentlich was sehr Positives aus buddhistischer Sicht. Es sind nur, wie Therapeuten sagen würden, Projektionen vorhanden. Der Geist ist außer Kontrolle geraten sozusagen. Er ist nicht in seiner Natur und deshalb entstehen Probleme und Handlungen, die letztlich als Ursachen für Leiden wirken. Das ist die Grundlehre des Buddha. Ja, also und das kann man wirklich eins zu eins neben die antiken Lehren legen. Die antiken Philosophen hatten auch gar nicht so viel Interesse an der Frage nach einem persönlichen Gott oder nicht. Das hat ähnlich wie im Buddhismus und übrigens auch in Asien meistens keine große Rolle gespielt. Die alten Chinesen haben sich um das Thema Gott keine großen Gedanken gemacht. Es ging immer um das gute Leben. Ne? Ich schätze im Übrigen auch die chinesische Philosophie sehr, also insbesondere den Taoismus, der dem Buddhismus sehr, sehr nah ist. Ne? Es hat sich auch alles vermischt: Konfuzianismus, Buddhismus, Taoismus. Konfuzianismus ist etwas säkularer oder eben ja, politischer oder weltlicher, aber gerade Taoismus und Buddhismus, man hat sogar mit Ausdrücken des Taoismus den indischen Buddhismus übersetzt und so. Da spricht man auch von Leerheit, man spricht von Karma und Wiedergeburt. Und die ganze Art, wie man handelt, ist natürlich auch eine Tugendlehre, wie man heilsame geistige Eigenschaften entwickelt. Ja, auch heutzutage sagen viele, die mit Sorge unseren gegenwärtigen Zustand betrachten, dass wir sowas wie eine nicht-theistische Spiritualität brauchen. Ne? Also, dass die Leute wieder großartig an einen persönlichen Gott glauben, ist im Moment nicht sehr wahrscheinlich in unseren Breiten. Ne? Weltweit ist das keineswegs so, dass das vorbei ist oder so. Aber eine mehr mythologische Sicht von Spiritualität hat in unseren Breiten wohl auch aus guten Gründen keine große Zukunft mehr. Aber es gibt auch Religiosität oder Spiritualität, die jenseits des Vorstellung eines mythologischen, persönlich vorgestellten Gottes ist. Ne? Religion sollte man nicht auf Mythologie reduzieren, das ist oft ein Fehler. Die Religionen sind meistens in mythologischen Zeiten entstanden, wo die Menschen Wahrheiten mithilfe von Geschichten und Bildern wiedergegeben haben. Ne? So wie Homer das zum Beispiel in der Odyssee gemacht hat oder so. Alle möglichen Storys, die irgendwelche menschlichen Wahrheiten vermitteln. Aber es ist keine rationale Philosophie oder so. Ne? Sie vermittelt aber tiefe Wahrheiten. Der moderne Mensch lebt nicht mehr in solchen Bildern und Geschichten. Man kann das auch bedauern. Ne? Kleine Kinder lieben Geschichten und Geschichten sind sehr stark und kraftvoll. Ne? Aber wir glauben nur noch das, was rational begründbar ist. Aus buddhistischer Sicht kann man aber auch spirituelle Zusammenhänge rational begründen. Der Buddha hat das schon sehr rational gemacht. Ne? Der Buddha hat auch viele Geschichten erzählt, aber hat auch knallharte Philosophie und Psychologie gelehrt. Weshalb der Buddhismus heute ja auch recht populär ist im Westen. Er geht sogar skeptisch an Dinge heran. Der Buddha hat gnadenlose Prüfung verlangt seiner eigenen Lehre. Das ist für uns heute sehr, sehr wichtig. Ne? Es gibt sogar transrationale Spiritualität. Also in meiner Vorstellung ist Religion nichts von gestern, wie die meisten Leute denken. Die mythologische Bewusstsein ist in unseren Breiten wahrscheinlich von gestern. Ne? Ich werde jetzt am Wochenende über Ken Wilber sprechen, in unserem Vertiefungsstudium über Ost und West. Der hat ja ein monumentales System hingelegt, das integrale
System, in dem er wirklich alles Wissen der Menschheit in ein System bringt. Ne? Aber er macht auch deutlich, dass es Religion, religiöse Erfahrung gibt es immer, das ist etwas Ewiges, aber sie wird gesehen jeweils durch die Brille der Bewusstseinsstufe, auf der man sich befindet. Ne? Danach gibt es eben magische Religion, mythologische Religion, aber auch rationale Religion und transrationale Religion. Ne? Ja, das nähert sich ein bisschen Jean Gebser an, vielleicht hat man es mal gehört, solche Bewusstseinsmodelle. Ken Wilber selber sieht sich gar nicht als originellen Denker, er fasst nur alle Systeme zusammen, die es so gibt. Und es macht tatsächlich Sinn. Ne? Er legt 100 Modelle von großen Denkern, Philosophen, Mystikern zusammen und schaut, wo die Übereinstimmungen sind. Wir leben ja das erste Mal in einer Zeit, wo das gesamte Wissen der Menschheit mehr oder weniger vorliegt, oder? Aus allen Kulturen. Ein cleverer Mensch kann sich heute Wissen verschaffen über so ziemlich alle wichtigen Ansätze des menschlichen Geistes in den letzten 2000 Jahren oder sowas. Ja, und dann fragt man sich natürlich, wie passt das alles zusammen? Das ist auch genau die Frage. Ne? Es scheint im ersten Moment alles völlig verschieden zu sein. Und so, ne? Religion, Wissenschaft, Psychologie, innerhalb der Psychotherapie gibt es wahnsinnig viele Formen. In der Religion gibt es viele Formen. Ja, er fasst das schon in einer Art Stufenmodell zusammen. Dabei ist sogar ein sehr positiver Ansatz, dass der menschliche Geist sich letztlich immer weiterentwickelt. Das sehen heute ja viele sehr skeptisch. Ne? Angesichts aktueller Nachrichten denken viele, also mit Weiterentwicklung kann man da wirklich nichts sehen. Aber vielleicht muss man in größeren Zusammenhängen gucken. Ne? Ehrlich gesagt ist es auch schwer vorstellbar, dass ausgerechnet der Mensch sich nicht weiterentwickelt, oder? Jede Pflanze, jedes Tier wird immer komplexer und entwickelt sich weiter, zumindest solange sie existiert. Das ist halt die Evolution. Aber ausgerechnet der Mensch sollte irgendwie einfach stehen bleiben, das ist schwer vorstellbar. Ne? Übrigens, jedes Kind, das im Mutterleib heranwächst, durchläuft die ganzen Entwicklungsstufen der Evolution und so, bis es dann eben ja, im Neokortex sozusagen aufblüht, der offensichtlich das Komplexeste ist, was die Evolution auf diesem Planeten bisher hervorgebracht hat. Und wir können davon ausgehen, dass auch die geistigen Formen, die auf der Welt entstehen, immer komplexer und tiefgründiger werden. Ne? Dabei gibt es aber offensichtlich auch viele Neurosen und Krankheiten. Je weiter man sich entwickelt, umso mehr kann man auch daneben setzen, oder? Zum Beispiel einige sagen, nach Auschwitz könnte man noch nicht mehr von einer Weiterentwicklung der Menschheit sprechen. Das ist aber nur zum Teil richtig. Warum war Auschwitz und der Holocaust so furchtbar und fast einmalig? Nicht so sehr, weil Menschen umgebracht worden sind, sondern weil das mit sehr rationaler Intelligenz durchgeführt worden ist, mit einer technischen Brillanz sozusagen, wenn man so will. Das heißt, wenn technische Fähigkeiten und rationale Fähigkeiten sehr stark entwickelt sind, aber die emotionale Seite, die spirituelle Seite nicht voll entwickelt ist, dann können die Katastrophen noch größer werden als vorher. Aber nicht, weil der Mensch sich zurückentwickelt hat, sondern weil er neue Fähigkeiten entwickelt hat, mit denen er noch nicht richtig umgehen kann. Die Lösung wäre also, dass wir diese neue Fähigkeiten in einen höheren Dienst stellen, ne? Spirituellen letztlich. Daran arbeiten wir, glaube ich, im Moment. War ja heute wieder Klimastreik und so weiter. Wir sehen ganz offensichtlich, dass wir eben gewaltige Fähigkeiten der Technik, Rationalität und so weiter seit der Aufklärung entwickelt haben. Und gleichzeitig kurz vor der Beendigung unserer Lebensgrundlagen stehen. Da muss man sich ja fragen, was ist da los? Ne? Und das ist eben offensichtlich ein Missverhältnis zwischen äußeren Fähigkeiten und innerer Entwicklung. Das ist, glaube ich, jedem Denker einigermaßen klar. Ne? Wir müssen da nachlegen. Ne? Manche sprechen von Aufklärung 2.0. Das heißt, die Aufklärung war eigentlich ein humanistisches, auch spirituelles Vorhaben. Aber man hat die gewaltigen Fähigkeiten des rationalen, freien Geistes hauptsächlich genutzt für wissenschaftlich-technische Entwicklung. Während die Religion sogar teilweise beseitigt wurde, weil sie verwechselt wurde mit mythologischen Ansätzen, die jetzt überwunden worden sind. Übrigens noch nicht bei Leuten wie Kant oder so, die waren sehr religiöse Menschen. Das hat sich erst später entwickelt. Ken Wilber spricht davon, dass Religion und Wissenschaft dissoziiert sind. Sie haben sich nicht nur differenziert. Differenzierung ist sehr gut. Religion hat ihren Bereich, Wissenschaft hat ihren Bereich und jeder kann frei forschen. Das ist gut, ne?
Aber wenn ein Wissenschaftler gar nichts mehr mit Religion zu tun hat oder umgekehrt, dann ist es unvollständig. Die alten Inder drücken es so aus, dass es 5 Wissensgebiete gibt. Das eine ist das Wissensgebiet des Inneren, das ist Dharma. Das ist das Innere, Spirituelle oder was auch immer, die Persönlichkeit oder was auch immer, das menschliche Bewusstsein. Das andere sind halt Handwerk und Rhetorik und was es da nicht alles gibt. Und die Inder haben schon immer gesagt, wenn das Innere blüht, dann werden auch die äußeren Wissenschaften nützlich sein für die Wesen. Wenn das Innere degeneriert, dann werden sich die äußeren Wissenschaftler gegen den Menschen wenden, sozusagen. Das heißt, wenn er nicht mit seiner geistigen Führung diese Mittel beherrscht, werden sie ihn zerstören können oder zumindest sehr gefährden können. Ich denke, das erleben wir im Moment eindeutig. Ne? Wir sind vielleicht die intelligenteste Spezies, die jemals auf diesem Planeten herumgelaufen ist, aber irgendwas fehlt uns offenbar, damit wir diese Intelligenz so einsetzen, dass wir glücklich werden und dass wir uns nicht selber zerstören, oder? Ja, das tatsächliche Glück der Menschheit hat wahrscheinlich nicht wesentlich zugenommen. Die Entwicklung der Menschheit in verschiedenen Fähigkeiten hat enorm zugenommen, aber es hat mich selbst erstaunt. Auch der Historiker Harari sagt, dass früher die Jäger und Sammler wahrscheinlich ziemlich glücklich waren. Die hatten ziemlich wenig emotionale Probleme und so weiter, waren ziemlich solidarisch, gute Ernährung, haben viel Sport getrieben. Die sollen alle ausgesehen haben wie Yogis, also kein Gramm zu viel und so weiter. Ein abwechslungsreiches Leben. Erst später, als dann der Weizen entdeckt wurde, plötzlich wurden die Menschen sesshaft. Es gab was zu besitzen und dann haben sie einander bekämpft, oder? Dann kam wirklich Gewalt und Krieg in die Menschheit. Und noch schlimmer, man musste den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten und da irgendwas reintun, dass man sich den Rücken ruiniert hat und so weiter. Und der Einzelne lebte ja nicht immer als Pharao, sondern oft als Sklave oder unter sehr gebundenen Bedingungen. Das war nicht besonders glücklich. Harari nennt das sozusagen eine Falle, die Weizenfalle. Weizen soll übrigens noch nicht mal besonders gesund sein, heißt es. Aber was die Menschheit konnte, ist sich wahnsinnig weiter, also mehr entwickeln. Also die Bevölkerung hat es wahnsinnig zugelegt, ne? Wenn man das als Erfolg nimmt. Wenn man den Erfolg nimmt, dass es mehr geworden sind, dann ist der Erfolg überragend, oder? Jetzt haben wir eben über 8 Milliarden. Aber der Erfolg, was das Glück angeht, ist nicht überragend. Der moderne Mensch, insbesondere in den sehr wohlhabenden westlichen Kulturen, scheint immer unglücklicher zu werden. Irgendwas stimmt da grundsätzlich nicht im Staate Dänemark. Ne? Heute lese ich sogar, dass der Krebs selbst bei jungen Leuten immer mehr zunimmt. Was kann das für Gründe haben? Der Körper ist ja der gleiche wie in kürzer Zeit von 20, 30 Jahren. Das kann doch nur die Lebensweise der Menschen sein oder auch die Denkweise, die schon jungen Leuten Krebs macht. Und natürlich, was wir produzieren an Giften und so weiter, dass wir nicht genug kriegen können und immer mehr Profit schlagen aus Sachen, die den Leuten schaden. Ne? Ja, also da zeigt sich, dass ein grundsätzliches Problem da ist, fehlt uns was und das kann man Geistesschulung nennen oder eben sogar Spiritualität. Religion ist den meisten Leuten eben im Moment fremd, das Wort, obwohl ich eben nochmal versucht habe, eine Lanze dafür zu brechen, dass Religion an sich nicht das Problem ist, sondern eine bestimmte Form von Religiosität, die nicht mehr zeitgemäß ist. Ne? Eine sehr mythologische, die nicht sehr kritisch ist, die die Wissenschaft nicht akzeptiert und die Freiheit und so, das brauchen wir nicht mehr. Ne? Aber die religiöse Erfahrung ist im Kern immer da. Sie wird nur durch die Brille von verschiedenen Bewusstseinen gesehen. Und man kann sie auch durch die rationale Brille des modernen Menschen sehen. Und dann wird man sehen, dass gewisse Dinge in der Religion und Spiritualität auch heute sehr, sehr wertvoll sind. Ne? Okay, wer mit Religion nichts zu tun haben will, nehmen wir halt das Wort Spiritualität. Ich finde es ein bisschen unfair, weil Spiritualität muss normalerweise auch von Institutionen überliefert werden. Wie soll es denn sonst laufen? Ne? Die Bischöfin sagte mir auch neulich, ja, die Leute wollen ja mit der Institution nichts mehr zu tun haben. Aber spirituell wollen sie irgendwie sein. Hm? Ist eigentlich traurig, wenn ich die Bischöfin sehe, ist eine wunderbare Frau. Die Institution ist ganz okay, ich weiß gar nicht, was groß das Problem ist. Aber wir wissen, was für ungeheure Vorurteile gegenüber religiösen Institutionen da sind.
Dann okay, deshalb sagt der Dalai Lama, spricht er ja auch von säkularer Ethik. Das heißt, wenn du das nicht religiös willst, dann kümmere dich um Werte, um Tugenden, die nicht religiöser Art sind. Ne? Wenn du spirituell offen bist, kannst du dich sogar um Tugenden kümmern, die vielleicht wirklich was mit Spiritualität über den Tod hinaus zu tun haben, auch wenn du das vielleicht nicht religiös nennst. Ne? Das muss jeder selber entscheiden. Ja, in dem Zusammenhang habe ich sogar von Heiterkeit gesprochen, die der Kolumnist Axel Hacke in der Zeit gelobt hat, in einem wunderbaren Artikel, aus dem ich letztes Mal auch zitiert habe. Ja, er schildert auch unsere gegenwärtige Lage, ganz aktuell in der Gesellschaft, wo wir alle merken, dass wir uns gegenseitig mit gnadenloser Kritik überziehen. Eine wirklich schlechte Launezeit, wo jeder über jeden herfällt. Alles wird immer übertrieben, ne? Leute werden immer gnadenlos niedergemacht oder euphorisch hochgestapelt und dann wieder niedergemacht oder was auch immer. Ja, wir wissen alle, dass eine fast depressive und aufgeregte Stimmung da ist, ne? Angesichts von natürlich realen Problemen, die wirklich da sind. Aber diese Probleme, wie eben Krieg jetzt sogar auch und Hunger und natürlich die Umweltproblematik, die allerdings selber schon aus dem Geist quasi entstanden ist. Gerade um diese Probleme zu lösen, bräuchten wir Gelassenheit und einen heiteren, ausgeglichenen Geist. Auch wenn das absurd klingt. Heiterkeit ist nicht Albernheit oder dass man was verdrängt, sondern es heißt, dass man angesichts von Schwierigkeiten innerlich souverän bleibt und stark bleibt und gewisserweise über seinen Problemen steht. Ne? Das ist vielleicht mit das Größte, was der Mensch erreichen kann, dass er angesichts von großen Schwierigkeiten und Leiden sogar noch, ja, sogar mal heiter sein kann oder sogar einen Witz machen kann. Ne? Was ist das für eine tolle Eigenschaft, dass der Mensch sich über sich selbst lustig machen kann? Insbesondere über sein Leiden. Ne? Ja, insbesondere wenn ein Mensch sich über sich selber lustig macht. Gerade auch wenn es ein sehr großer Mensch ist, ein mächtiger oder einflussreicher Mensch. Das ist wirklich ein großer Mensch. Ne? Wie ich letztes Mal schon sagte, Diktatoren können sich nicht über sich lustig machen. Die sind aus buddhistischer Sicht ganz in ihrem Ego. Während ein wirklich großer Mensch weiß auch um die Fehler des Menschen, auch von ihm selber, um die Ambivalenz und auch die Schwäche jedes einzelnen Menschen. Und die menschliche Situation ist, so leidhaft sie ist, gleichzeitig irgendwie lustig. Ne? Ja, nicht umsonst lachen wir über die berühmte Banane, auf der der große Kaiser ausrutscht oder was. Da sieht man, dass gleichzeitig jemand ganz groß sein kann und auf was ganz Banalem dann scheitert. Ne? Pascal nennt den Menschen das denkende Schilfrohr. Also einerseits sind wir schwächer als ein Schilfrohr oder so. Wir können in jedem Moment sterben, auch unheimlich schwach, psychisch unglaublich anfällig. Ne? Wenn man sieht, wie empfindsam kleine Menschenkinder auf die Welt kommen. Ich meine, wie soll sowas in dieser Welt überhaupt bestehen oder sowas? Ne? Eine unglaubliche Schwäche. Ne? Die Tiere kommen schon fauchend auf die Welt und so, sind schon ganz gut dabei. Aber der Mensch scheint unglaublich schwach. Ne? Aber dieser menschliche Geist in diesem schwachen Körper eigentlich kann gleichzeitig sich mit dem ganzen Universum beschäftigen. Das ist absurd, oder? Er ist größer als das ganze Universum, das nichts versteht und gleichzeitig äußerst schwach. Darüber sprechen die Existenzialisten. Das ist eine paradoxe Situation, die man auch als lustig empfinden kann. Über Witze gibt es ja viele Theorien. Das Überzeugendste für mich ist, dass in Witzen verschiedene unvereinbare Gegensätze aufeinanderprallen. Witze verändern plötzlich die Ebene, dass etwas auf der Ebene mit dem konfrontiert wird, was nicht zusammenpasst. Und dann lacht man. Ne? Und das hat eine große Bedeutung. Und oft vermittelt es eben die Absurdität des Menschenlebens, über die man dann sogar lachen kann. Und damit ist man größer als sein Leiden, oder? Wenn du im Leiden lachen kannst, leidest du ja nicht mehr. Aus buddhistischer Sicht gibt es Geisteszustände, wo du heftige körperliche Probleme zum Beispiel hast und geistig drüber stehst, tatsächlich, weil du das annehmen kannst. Oder ja, wir wissen, dass es auch Heilige in allen Religionen gibt, die man sogar foltern konnte und die trotzdem darüber gestanden haben. Ich will gar nicht erst zu Jesus Christus gehen, der sogar alles Leiden auf sich genommen hat und so weiter. Also jemand, der Heiterkeit bewahrt angesichts von Schwierigkeiten, der ist schon sehr weit und der ist am besten geeignet, um Probleme zu lösen.
Ja, ein Beispiel, das Hacke genannt hat, habe ich euch letztes Mal vorenthalten. Da ist jemand zum Tode verurteilt worden am nächsten Montag. Und dann sagt er, die Woche geht ja gut los. Ja, aber wenn wir wirklich jemanden sehen, das klingt fast dreist, der sowas macht, aber gewisse Bewunderung entsteht dann schon, ne? Dass da ein Mensch über seine eigene sogar Ausweglosigkeit scheinbar in dem Moment drüber steht. Ja, wenn das möglich ist, dass man etwas so Schlimmes weiß und erlebt und gleichzeitig der Geist sowas formuliert, dann ist man ja unabhängig davon, ne? So wie Tolle sagt, wenn man erkennt, dass das ganze Geknatter von Gedanken, das man hat, nur ein Geplapper ist, dem man zuschauen kann, mit dem man sich gar nicht identifizieren muss, dann ist man durch, ne? Es gibt eine Dimension hinter all unseren Sorgen und Ängsten und Leiden, die viel größer ist, aber die wir nicht wahrnehmen. Der heitere Mensch hat das erlangt, ne? Man arbeitet zumindest dran. Die wenigsten sind Heilige, die wirklich über allem stehen. Aber ein Mensch, der heiter sein kann, ist nahe dran, dass er sich befreit hat von seinem Ego und dem Leiden des Lebens sozusagen. Das ist etwas Großartiges. Herr Hacke nennt auch die Ataraxie als ein Ideal der Antike. Das ist eine Unerschütterlichkeit des Geistes, eine Seelenruhe, die auch als frei von allen Leidenschaften bezeichnet wird, die totale Gelassenheit, ne? Und Gelassenheit bedeutet ganz bestimmt nicht, dass einem alles egal ist. Gelassenheit bedeutet, dass man angesichts von Glück und Leiden im Leben ausgeglichen bleibt, dass der Geist kraftvoll bleibt. Und das ist immer gut, ne? Gerade wenn du Leiden erlebst, brauchst du einen kraftvollen Geist, um etwas dagegen zu tun, oder? Ein Unteraspekt von Gelassenheit ist übrigens Geduld, ne? Geduld bedeutet, dass man angesichts von Leiden innerlich ausgeglichen bleibt. Und damit kann man ja sogar einen Schädiger oder ein schlimmes Leiden besser bekämpfen, als wenn man nicht ausgeglichen bleibt, oder? Das ist sehr klug. Gelassenheit ist sogar noch größer, nämlich nicht nur im Leiden ausgeglichen zu bleiben, sondern auch im Glück. Denn im Glück wird man auch oft unausgeglichen und wird dann irgendwie euphorisch oder stolz. Das Glück ist fast noch eine größere Falle als das Leiden. Leiden transformiert den Menschen oft zu einem besseren Menschen. Glück, kann sehr oft den Menschen sogar zu Fall bringen, dass er ein sehr negativer Mensch wird. Das ist also sehr gefährlich, wenn man zu viel hat. Im Buddhismus gibt es ja auch die Devas, diese Götterwesen. Denen geht es zu gut, um die Erleuchtung zu erlangen. Sie haben ein Leben, das wirklich noch besser ist als das Menschenleben, haben kaum Probleme in ihrer Existenz und kommen deshalb nicht auf die Idee, zur Erkenntnis zu kommen, weil es ihnen zu gut geht, ne? Wenn du in ganz heftigem Leiden lebst, kannst du dich auch nicht geistig entwickeln. Das Menschsein ist einfach optimal in seiner Mischung aus Glück und Leiden. Und wir können an dem Leiden eben wachsen. Das heißt nicht, dass wir das Leiden suchen müssen. Keine Angst, es kommt von ganz alleine, ne? Das wäre Masochismus. Aber trotzdem ist in allen Religionen bekannt, dass Leiden das Potenzial hat, dass ein Mensch zur Erkenntnis kommt. Beziehungsweise fast kein Mensch kommt zur Erkenntnis ohne Leiden, ne? Warum sollte er? Wenn es einem hypothetisch immer gut gehen würde, würde man ja sich niemals bekehren zur Religion oder überhaupt überlegen, was hier los ist oder so. Man wird völlig abgelenkt, oder? Sondern man muss aufgeweckt werden. Ja, Eckhart Tolle lächelt dann auch immer süffisant und sagt, ja, wer noch Leiden braucht, der kriegt das. Dafür sorgt die Realität. Ne? Man wird so lange leiden, bis man irgendwann zur Erkenntnis kommt. Leider führt Leiden nicht automatisch zur Erkenntnis. Also das ist auch nicht so. Ne? Und es kann auch dazu führen, dass man noch schlimmer in die falsche Richtung geht oder dass man verbittert wird. Ne? Aber potenziell ist es möglich, dass angesichts des Leidens der Mensch sich Gedanken macht, woher das kommt. So hat der Buddha es gemacht. Dann erkennt er, dass es wirklich Ursachen hat und kann sich fragen, ob man diese Ursachen beseitigen kann. Wenn einem das klar geworden ist, dass man es beseitigen kann, sollte man sich auf den Weg machen, um es zu beseitigen. Das war genau die Art, wie der Buddha das gemacht hat. Er hat erkannt, das Leben hat im Moment offenbar viele Leiden. Das Leben ist nicht an sich leidhaft, sondern solange man in Unwissenheit lebt, kommen zwangsläufig Frustrationen. Das heißt der Ausdruck Dukkha. Dann hat er Alter, Krankheit und Tod zum Beispiel gesehen, damals als Prinz,
als Repräsentanten von einigem Leid, es gibt noch viel mehr, das ist nur sehr grobes Leid, ihm ist sehr umfassend deutlich geworden, dass das gewöhnliche Menschenleben voller Leiden ist, dann hat er sich gefragt, ob das Ursachen hat, das Leiden, oder ob das unveränderlich ist, ob das einfach von Gott kommt oder einfach so da ist. Und er hat erkannt, es hat Ursachen, nämlich die Leidenschaften, insbesondere Unwissenheit. Dann hat er sich gefragt, kann man diese Unwissenheit und Leidenschaften beseitigen? Hat er deutlich gemacht, das kann man. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Und wie macht man das? Indem man Tugenden entwickelt, indem man heilsame Geisteszustände entwickelt. Der Buddha Dharma, sind wir überzeugt, dass der Mensch sich ändern kann. Das habe ich hier in zahllosen Formen schon dargestellt. Ein Lehrer sagte zu seinen Schülern immer nur, I know you can change. Ja, das ist eine sehr wichtige Auffassung, dass man nicht einfach denkt, so ist der Mensch. Ich meine, manche ruhen sich heute darauf aus und sagen, so ist der Mensch. Guckt doch ins Fernsehen, macht immer die gleichen Blödsinn und so. Andere sagen, wir haben keinen freien Willen und so, was soll man machen? Neurowissenschaft hat jetzt erkannt, wir wissen eh nicht, wir können nicht frei handeln. Da zieht man sich in Verantwortungslosigkeit zurück. Ne? Der Mensch hat nun mal Verantwortung, er kann sich ändern, da kommen wir nicht raus aus der Sache. Vielleicht wäre es ja bequemer, wir können gar nichts machen. Wir wären einfach nur so die Marionetten von irgendeinem bösen Gott oder so. Aber so ist es nicht. Aus buddhistischer Analyse liegt das Leid, die Leidensursache in uns selber. Und wir haben sogar, wenn wir günstige Umstände haben, die Fähigkeit, das zu überwinden, indem wir Gegenmittel gegen die Leidenschaften anwenden. Und diese Gegenmittel heißen im Buddhismus heilsam, die man gegen das Unheilsame wendet. Im Westen heißen sie offenbar Tugenden, mit denen man gegen die Laster ankämpft. Ne? Ja, Tugenden werden definiert als eine Art Kraft oder Macht, eine gute Eigenschaft, die man hat. Und eben diese sind der Weg zur Glückseligkeit, wie Aristoteles sagt. Es wird in Griechenland darauf hingewiesen, dass diese guten Eigenschaften insbesondere für die Allgemeinheit nützlich sein sollen. Ne? Also die Griechen haben auch immer sehr sozial gedacht. Das heißt, Tugenden müssen auch etwas sein, was der Allgemeinheit, der Gesellschaft nützlich ist. Also wenn wir uns heute Sorgen machen um die Umwelt und Krieg und so weiter, da werden wir hoffentlich auch darauf kommen, dass Tugenden und Werte die entscheidende Gegenmittel sind gegen solche Probleme. Ne? Dann sind es wirklich Tugenden. Ja, und die sind eine Handlungsanweisung im Leben sozusagen, eine Ausrichtung. Ne? Und wenn ein Mensch in der Lage ist, solche Werte zu leben, dann ist er tugendhaft. Und erfreulicherweise erlebt er sogar selber Glück dadurch. Der Dalai Lama sagt ja immer, also weniger egoistisch zu sein oder mitfühlend zu sein, wäre Egoismus für Fortgeschrittene. Das ist natürlich nur ein Bonmot in gewisser Weise, aber er will damit sagen, wenn du dir wirklich Gutes tun willst, dann tu das Heilsame, ne? Entwickle Tugenden. Du brauchst dich gar nicht quälen, du machst nicht einfach nur Spirituelles oder Religiöses nur für andere. Na, das wäre zwar gut, aber du kannst auch durchaus erkennen, dass es dir selber hilft. Und zwar ziemlich schnell. Der tugendhafte Mensch ist auch der glückliche Mensch in der Antike. Das ist erstaunlicherweise, stimmt das überein. Es könnte ja auch anders sein, dass man sich nur aufopfern muss und Kreuz unglücklich wird, wenn man Gutes tut. Aber das ist nicht der Fall, sondern wenn man Gutes tut, wird man selber der erste Profiteur sein, wie der Dalai Lama immer sagt. Der am ehesten was davon hat, wenn man Mitgefühl entwickelt, ist man selber. Ne? Wenn man schlecht drauf ist, morgens aus dem Bett kommt oder so und dann an das Wohl anderer denkt, geht es einem sofort besser. Der andere hat noch nichts davon, aber man selber hat was davon. Ja, ich bezeichne mich manchmal als spirituellen Hedonisten, das heißt, möchte schon glücklich sein. Aber ich versuche es mit spirituellen Mitteln, es funktioniert eigentlich viel besser. Ja, bei irgendwelchen Sinneserfahrungen läuft man da immer hinterher, kriegt sie nicht, dann merkt man, dass sie wieder unbefriedigend sind, hat wieder viel Geld gekostet und so weiter, sehr stressig. Wenn man spirituelle Mittel kennt, kann man sich einfach in die Ecke setzen und sich was Nettes denken und gleich geht es einem besser. Ist doch viel klüger, oder? Und mit Leuten kommt man besser klar, alles ist angenehmer. Ich finde das komisch, dass dieses Allheilmittel nicht so bekannt ist. Ja, es ist eigentlich doch gar nicht so schwer zu verstehen, dass man bei sich selber mal ein bisschen was ändert. Das mag am Anfang ungewohnt sein, aber wenn man es erstmal kapiert hat, merkt man, Mensch, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Das
Und dafür braucht man noch nicht mal irgendwas kaufen oder so oder irgendwo weit hinreisen und dies und jenes machen. Man muss sich vielleicht schlaue Traditionen holen, die einem das gut vermitteln. Und dann kann man sofort üben. Das ist übrigens auch ein ganz interessantes Leben, dass man mit sich selber arbeitet, an sich selber arbeitet, ne? Man nennt das ja auch die Kunst des Lebens, ne? Die Ars vivendi. Es gibt nicht nur die Kunst des Sterbens, sondern auch die Kunst des Lebens. Was wir alle brauchen, ist Lebenskunst, ne? Wir können sagen, wir müssen uns selber zu einem Kunstwerk machen. Ist doch eine schöne Aufgabe, oder? Nicht nur an irgendwelchen Statuen rumhauen oder Bilder malen, ist ja auch eine schöne Sache, sondern wirklich an sich selber jeden Tag arbeiten, als wenn man ein Kunstwerk herstellt. Und je besser einem das gelingt, wird gleichzeitig das Leben glücklicher. Ja, was will man mehr, ne? Im Buddhismus nennt man diese Dinge, die man da entwickelt, eben heilsame Geisteszustände, obwohl sie traditionell so definiert sind, dass, wie es wörtlich heißt, sie weiß heranreifen. Das heißt, es ist traditionell schon daran gedacht, dass sie auch in zukünftigen Leben insbesondere zu Glück führen, wenn diese Anlagen heranreifen, ne? Wenn du jetzt Heilsames getan hast, wird eine Anlage in dir hinterlassen. Du konditionierst dich dadurch und der Geist wird sich über den Tod hinaus fortsetzen als Kontinuum und diese Anlagen sind im Geist enthalten, verbunden übrigens mit einer feinstofflichen Energie. Und in einer zukünftigen Existenz kommen dann irgendwelche äußeren Auslöser und dann erleben wir Glück aufgrund unserer inneren Konditionierung. Aber Geshe Pema Samten sagt sehr oft, das ist zwar traditionell so gedacht, aber du brauchst nicht immer bis zum nächsten Leben warten. Das geht sehr schnell. Wenn du zum Beispiel mitfühlender wirst, wirst du ziemlich schnell erleben, dass du mit Leuten besser klarkommst und die dich auch mehr mögen und so. Alles, was damit verbunden ist. Du sammelst in dir eine Anlage für Mitgefühl, versuchst Leute irgendwie positiver zu beurteilen, freundlicher. Und dann triffst du einen Menschen und sofort ist er dir angenehm. Du erlebst ihn positiv. Und der reagiert natürlich auch positiv. Das ist eine sehr, sehr schnelle Wirkung von Karma, ne? Aber in zukünftigen Leben kann es noch dominierender sein, dass du, manche Leute sagt man sogar, dass sie sehr schnell zu Wohlstand kommen, weil sie sehr freigebig waren, oder? Geduld führt zu Attraktivität, habe ich schon mal gesagt. Das wollen wir doch alle, oder? Der Buddha hat für alle Handlungen, die man macht, entsprechende Wirkungen genannt, die damit zusammenhängen. So wird traditionell heilsam bezeichnet, aber wir können auch innerhalb dieses Lebens sagen, heilsam bedeutet bestimmte Handlungen von Körper, Rede und Geist, die sich so auswirken, dass man als deren Frucht Glück erlebt. Und wie gesagt, nicht nur angenehmes, sondern tieferes Glück, was Aristoteles sogar Glückseligkeit nennt, aber echten inneren Frieden. Heilsam hat etwas damit zu tun, dass die innere Unruhe der Leidenschaften abnimmt. Man sieht die Dinge realistischer. Es ist eben das Gegenteil der Leidenschaften. Man erkennt die Dinge, wie sie tatsächlich sind und entwickelt dabei inneren Frieden und so weiter. In diese Richtung geht das. Ja, jetzt hat man vielleicht einen Zweifel und denkt, aber wir sind doch heute alle Darwinisten. Da lernen wir doch, dass das nicht so richtig ist. Survival of the fittest. Letztlich setzt sich der durch oder die Evolution ist darauf ausgerichtet, wer am stärksten ist oder sich am meisten durchsetzt. Ne? Aber auch das ist, glaube ich, kein Widerspruch. Da gibt es mittlerweile viele Autoren, die dieses Missverständnis im Zusammenhang mit Darwin besprochen haben. Joachim Bauer hat darüber geschrieben und viele andere Autoren haben darauf hingewiesen, wie Darwin eigentlich diese Dinge gesehen hat. Ne? Jemand sagte neulich, Darwin war kein Darwinist. Das ist interessant. Das, was wir heute als Darwinismus verstehen und was sich auch politisch ausgewirkt hat, ist nicht, dass Darwin daran geglaubt hat, sondern gewisse Dinge in seiner Darstellung sind dann in der Weise missbraucht worden. Aber mittlerweile wird das eigentlich widerlegt. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass diese Auffassungen teilweise verheerend waren. Ja, das Wort fit zum Beispiel. Wie übersetzt man das? Das ist das Problem. Stammt übrigens gar nicht von Darwin, sondern Herbert Spencer, ein Philosoph, hat das gleich benutzt. Darwin hat es dann übernommen, weil er es ganz interessant fand. Aber fit kann man eben als Stärkste übersetzen tatsächlich. Dann würde man vielleicht denken, das Leben besteht darin, dass der Stärkste, in dem Fall Mensch, sich durchsetzt gegen die Schwachen, ne?
wie bei den Haifischen. Ich weiß nicht, ob es bei Haifischen wirklich so ist. Ich habe mal gehört, dass Trump gerne bei irgendwelchen Dates Damenfilme über Haifische gezeigt hat. Also seine Auffassung ist, das zeigt seine ganze politische Auffassung, dass es im Leben einfach wichtig ist, dass man sich rücksichtslos durchsetzt. Die Natur ist so, dass der Stärkste sich durchsetzt. Das hat er von Darwin offenbar gelernt, meint er. Und das ist natürlich in seiner eigenen Persönlichkeit beinhaltet, dass er wahrscheinlich ernsthaft glaubt, es ist das die Pflicht des Stärksten, die anderen zu unterjochen und zu beherrschen. Natürlich sind die Amerikaner an sich die Stärksten auch an dieser, und sie haben quasi von Gott den Auftrag, auch nicht immer mit netten Mitteln andere zu beherrschen. Ja, diese Art von Auffassung verstehen wir bei einigen Leuten als Sicht dessen, was sie unter Darwinismus verstehen. Ne? Sie setzen den Menschen einfach gleich mit manchen Tieren. Die meisten Tiere sind übrigens nicht so, dass sich nur der Stärkste durchsetzt. Das ist ganz so gar nicht der Fall. Übertragen das aber auf die menschliche Gesellschaft und meinen, dass es eine Illusion ist, dass solche Tugenden wie im Nächstenliebe, wie im Christentum oder so etwas, oder Geduld und all diese Tugenden, dass die in irgendeiner Weise wirklich hilfreich sind für den Menschen, sondern es muss sich einfach der Stärkste durchsetzen. Feierabend. Ne? So wie das ja auch in der Politik, insbesondere in der Ökonomie, immer noch der Fall ist. Das ist ja wirklich ein Haifischbecken. Ne? Das heißt, der Stärkste setzt sich durch. Das ist aber auch, ich habe gerade einen Artikel über Buddhist Economics gelesen. Also die Vorstellung, dass das einzige Zweck der Ökonomie Profit ist, ist doch sowas von erbärmlich und irgendwie primitiv, oder? Warum sollte der Mensch sich die ganze Zeit mit etwas beschäftigen, was nur zu mehr materiellen Sachen führt, obwohl bewiesen ist, dass materielle Masse alleine den Menschen nicht glücklich macht, sondern ihn wahrscheinlich zerstört, wenn er seine ganzen Ressourcen dabei auch noch zerstört, ne? Aber wir können uns Ökonomie kaum vorstellen in einem anderen Menschenbild. Wir denken, das ist doch natürlich, dass jeder gegen jeden um Profit kämpft. Nein, das ist nicht natürlich. Das ist eine bestimmte Ideologie, die sich entwickelt hat, vielleicht auch im Zusammenhang mit falsch verstandenem Darwinismus, die völlig gegen die menschliche Natur ist, gegen die Bestrebungen des Menschen, der kein Homo economicus ist, sondern ganz andere Absichten hat, der Mensch, der sehr empathisch sogar ist, und die gegen alle Gesetze der Natur verstößt, indem man die Natur gnadenlos auspresst. Man versteht das abhängige Entstehen nicht, dass alles zusammenhängt, ne? Inklusive der Tiere und so weiter. Und das ist natürlich ein grandios falsches Weltbild. Und trotzdem wissen wir alle, dass es unsere Ökonomie beherrscht und die Leute es für selbstverständlich halten. Das sind aber ganz viele falsche Auffassungen eben, dass der Mensch nur an Profit interessiert ist, und dass eben er überhaupt nicht abhängig ist von der natürlichen Natur und den Umständen und dass es nicht andere Ziele gibt und so weiter der menschlichen Entwicklung. Ja, da sieht man, dass das, aber auch das wurde vielleicht aus dem Darwinismus hervorgebracht. Aber tatsächlich ist es so, dass Darwin selber, also dieses Wort über fittest kann man ja als stärkster oder angepasstester übersetzen. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Man kann auch sagen, der Cleverste sozusagen, der eben die Umstände am besten nützt. Und was auch gerne benutzt worden ist, ist Tüchtigkeit. Ne? Wir müssen immer verstehen, dass bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse immer auch benutzt werden in einem gewissen Interessengebiet sozusagen oder mit einer bestimmten Auffassung. Als Darwins Theorien entstanden, war gerade die Zeit, wo der Liberalismus sich natürlich entwickelt hatte. Die liberale Idee aus guten Gründen versucht natürlich, sich durchzusetzen gegen die Fürsten und eben Freiheit gegen andere zu kriegen. Und dass jeder Einzelne das Recht hat, sein eigenes Geschäft aufzumachen sozusagen. Das war damals eine große Freiheit, oder? Heute ist es aber so, dass die großen Kapitalisten oder so keine Fürsten oder mehr zu fürchten brauchen oder so, sondern sie nehmen keinerlei Rücksicht auf andere und das ist keine Freiheit, sondern das ist einfach gnadenlose Dominanz sozusagen oder Gewalt. Ne? Aber entstanden sind solche Begriffe, wie dass jeder das Recht hat, sich also durchzusetzen. Adam Smith spricht ja von der unsichtbaren Hand. Ne? Das heißt, der freie Markt, der Kämpfe aller gegen alle, führt komischerweise zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung. Ne? Ja, das ist fast gottähnlich, hat er sich das vorgestellt.
Also in der Hinsicht wurde Darwin verstanden im Zusammenhang des frühen Kapitalismus. Der Kapitalismus ist in Biologie übersetzt worden und Biologie ist in Gesellschaftstheorie übersetzt worden, sozusagen. Schlimmerweise, also auch der protestantische Arbeitsbegriff hat damit zu tun. Viele übersetzten fittest mit tüchtig. Die Protestanten über verschiedene Irrwege haben ja die Vorstellung entwickelt, gerade weil Gottes Gnade unersichtlich ist sozusagen, wissen wir eigentlich nicht, ob wir Gottes Gnade bekommen, aber wir können es doch daran erkennen, dass wir erfolgreich sind. Wenn wir Kohle machen, sind wir unter Gottes Gnade. Irre Verirrung, was? Also, der Protestantismus gerade in der Schweiz oder so weit. Wie? Entschuldigung, das stimmt so nicht. Ja, klar. Können wir gleich drüber diskutieren. Also der Calvinismus und solche Dinge, die ja gerade sehr, sehr, sehr wenig zu tun hatten mit Geld und so weiter, die wollten eben, die haben einen sehr starken Gnadenbegriff kultiviert. Aber sie hatten dann der Auffassung, dass jemand, wenn er erfolgreich ist, dass er dann eben der Gnade Gottes über ihm waltet. Und das ist nach Amerika exportiert worden und ist dann eben in diesen Exzessen des Kapitalismus weitergegangen. Glaubst du nicht? Das hat Max Weber so dargestellt in seinen soziologischen Theorien, dass der Kapitalismus auf einer protestantischen Vorstellung basiert. Das heißt natürlich nicht, dass das das eigentliche Christentum so ist. Aber da sieht man, wie manchmal Dinge zusammenkommen, die man echt gar nicht zusammendenken kann. Das stimmt. Ne? Gut. Deswegen hat Jesus ja auch gewarnt, als er auf die Erde gekommen ist, geht nicht den materiellen Weg. Ja, Das ist ja das dass Verrückte. ein Reicher ins Himmelsreich kommt, ist ziemlich unwahrscheinlich, hat er gesagt. Ja, aber wie verrückt die menschliche Geschichte läuft, dass manchmal eine falsch verstandene christliche Vorstellung dann in einem Vorstellung endet, dass Kapitalismus und dass man ganz nach Profit strebt, letztlich zeigt, dass man göttlich erwählt ist. Und das passte sehr gut zusammen mit einer Interpretation von Darwin, dass jeder gegen jeden kämpft, sozusagen. Aber tatsächlich Darwin selber wusste von dieser Gefahr. Er hatte sogar Angst davor, diese Theorie zu verbreiten. Er selber hat den Menschen nicht für eine Bestie gehalten, wo jeder über jeden herfällt, sondern er hat seinen Schwerpunkt in anderen Schriften als an seiner Hauptschrift, hat er seinen Schwerpunkt auf Kultur, auf Liebe und auf Familienbeziehungen und so weiter gelegt. Das heißt, er hat schon früh erkannt, dass der wirkliche Erfolg des Menschen nicht darauf basiert, dass er sich immer bekämpft, sondern dass er kooperiert. Komischerweise, diese Kooperation im Menschen, die ist nicht in den Mittelpunkt gerückt worden, wie man Darwin verstanden hat, sondern dieser Kampf gegen alle. Wie gesagt, den Begriff Fittest könnte man auch übersetzen, das, was für den Menschen eben ihn fit macht, sozusagen, ja, ihm Wohlsein gibt, meinetwegen ihn auch weiter sich verbreiten lässt, wenn man das wünschenswert findet, ist, dass er kooperiert, dass er Tugenden entwickelt. Ne? Das heißt, tatsächlich ist der Mensch, der Homo sapiens insbesondere, ist insbesondere dann fit, wenn er eben Empathie entwickelt und sich gegenseitig unterstützt. Körperlich ist der Mensch sowieso sehr schwach, oder? Aber was der Mensch braucht, um fit zu sein im evolutionären Sinne sozusagen, ist Kooperation. Mich hat zum Beispiel mal sehr berührt, dass ich hörte, man fragt sich immer, warum ist der Neandertaler ausgestorben und der Homo sapiens lebt noch, ne? Vor nicht so langer Zeit haben die Neandertaler noch in Europa gelebt, Gibraltar und so weiter. Sie haben sich sogar sehr stark vermischt mit Homo sapiens. Die Vorstellung, dass sie sich direkt niedergemacht haben, ist wahrscheinlich irrig. Sie haben wahrscheinlich manchmal gekämpft, aber sie haben sich auch fröhlich vermischt und sich geliebt und alles Mögliche. Trotzdem ist der Neandertaler ausgestorben. Dann dachten einige, der wäre wahrscheinlich schwächer als der Mensch gewesen, der Homo sapiens. Das Gegenteil ist der Fall. Der Homo sapiens ist schwächer als der Neandertaler. Die körperlichen Merkmale des Neandertalers sind eindeutig stärker. Der war widerstandsfähiger. Warum hat sich dann der Homo sapiens durchgesetzt oder länger gelebt? Oder lebt immer noch? Weil er mehr kooperieren musste. Wenn man schwächer ist und nicht so gut alleine leben kann, muss man die anderen haben. Und der Homo sapiens in seiner Schwäche, auch in seiner Krankheitsanfälligkeit, hat eben tatsächlich sowas entwickelt wie Nächstenliebe und sich gegenseitig zu helfen.
Und das hat eine Explosion der sozialen Kultur herbeigeführt, die wiederum das Gehirn beeinflusst hat. Das Gehirn hat auch wieder das Lebensweise verändert. Das geht immer hin und her. Also das fand ich sehr eindrucksvoll, dass vielleicht gerade die Stärke des Homo sapiens ist, dass er nicht äußerlich schwach ist und andere besonders gut bekämpfen kann, sondern dass er sich unterstützt. Und dadurch hat er sich eben durchgesetzt. Interessant ist auch, wenn die Evolution so verstanden wird, wie manche den Darwinismus verstehen, dass sich immer der Stärkste durchsetzt, dann wäre doch klar, dass wir Männer alle wie Schwarzenegger aussehen müssten. Ja, die Vorstellung ist, dass sich das durchsetzt, wer am meisten Kinder hat. Und am meisten Kinder hat der, der in der gängigen Vorstellung ausgewählt wird von einer Partnerin, weil er der Stärkste ist. Aber so dumm waren die Frauen offenbar nicht. Wir sehen ja nicht alle wie Testosteron aus, sondern es ist eindeutig, dass in der Entwicklung des Homo sapiens Männer eine große Chance hatten, die freundlich waren, gute Väter werden konnten, kooperativ waren. Und die durften sogar ein bisschen schwächer sein. Oder sie haben gute Witze gemacht oder so etwas. Sie waren irgendwie nett und so. Das hat offensichtlich bestimmte Evolutionsvorteile gehabt. Also wir müssen das wirklich völlig anders denken, sonst würden wir alle wie Schwarzenegger aussehen. Die Fürsorglichkeit, die charmante Form und dass man ein guter Vater sein kann und so weiter, das hat in der sexuellen Selektion offenbar eine große Rolle gespielt. Es gibt nicht nur die genetische Selektion, sondern die sexuelle, die ja nun durch Partnerwahl geschieht. Und offensichtlich sind Männer bevorzugt worden, die eher freundlich waren. Ja, in dem Buch Im Grunde gut über den Menschen wird auch gesagt, dass der Mensch, ähnlich wie übrigens der Wolf zum Hund, immer sanfter geworden ist von seinen Zügen. Das kann man äußerlich sehen. Ne? Also der Wolf ist ja dann zum Hund geworden und der Hund, haben sich die rausdiffundiert, die lieb aussahen, oder? Die Puppies sozusagen. Genauso ist der Homo sapiens offensichtlich von seinem Äußeren, sehen wir heute immer freundlicher aus und so weiter. Also das sollte man, also die Survival of the Fittest scheint bei Menschen nicht so zu sein, dass der sich durchsetzt, der die größte Härte und Gewalt an den Tag legt, sondern der am empathischsten ist, am kooperativsten, am fürsorglichsten. Der scheint am meisten Menschen Möglichkeiten zu haben, sich tatsächlich sogar fortzupflanzen. Übrigens die Vorstellung, dass es nur um Fortpflanzung geht, ist ja völlig verrückt, oder? Kein vernünftiger Mann legt ernsthaft Wert darauf, dass alle Kinder in seinem Dorf nur von ihm kommen, oder? Es langt ihm irgendwann, wenn er 2, 3 Kinder hat, oder? Ja, wenn man das wörtlich nimmt, was manche glauben über Darwinismus, dann, es gibt ja auch das schöne Buch Das egoistische Gen. Das heißt, der ganze Sinn des Lebens ist nur, dass die Gene weiter verbreitet werden. Das würde bedeuten, dass ich mich nicht zurückhalten könnte, möglichst viel Kinder in die Welt zu setzen, weil meine Gene dann ja weiter verbreitet werden. Ja, aber ich würde einen Däubel tun. Ne? Also das zeigt, dass das so einfach mit den Instinkten nicht ist. Ne? Der Mensch ist ein Kulturwesen und er hat ganz andere Absichten, als einfach seine Gene sozusagen auszubreiten. Es mag sein, dass gewisse Instinkte da sind, sich fortzupflanzen. Aber dass es einfach nur darum geht, sich gegen andere durchzusetzen und mehr Kinder zu kriegen, ist absurd. Übrigens auch im Tierreich ist es nicht so einfach, wie man denkt. Die Schimpansen sind ziemlich hierarchisch und so. Wobei aber nicht immer der das Alpha-Tier ist, der stärkste körperlich ist, sondern auch wiederum der am cleversten ist oder für die Führung vielleicht am begabtesten ist. Ne? Die Paviane haben so ein absolutes Alpha-Tierchen. Aber das Witzige ist, was man untersucht hat, das Alpha-Tierchen beim Pavian, ne, würde man gängigerweise denken, der hat mehr Testosteron als die anderen, deshalb ist er Alpha-Tierchen geworden. Es ist umgekehrt, der wird erst Alpha-Tierchen und dann hat er plötzlich viel mehr Testosteron. Das belegt die buddhistische Auffassung, dass es vom Geist ausgeht. Das heißt, wenn du als Alpha-Tierchen erwählt wirst, hast du mehr Testosteron im Blut und zeigst mehr diese klassisch männlichen Führerqualitäten sozusagen. Das ist auch bei menschlichen Politikern übrigens erforscht worden. Tatsächlich, wenn sie einen Job haben, haben sie mehr Testosteron im Blut. Ja, also man muss mal umgekehrt denken. Man kriegt diese Rolle nicht, weil man der körperlich stärkste und Testosterongeschwängerste ist, sondern wenn man sie erreicht hat, kriegt man das Testosteron. Übrigens teilweise mit verheerenden Folgen,
Weil Testosteron macht quasi blind, ne? Das heißt, Testosteron führt dazu, dass man die Dinge sehr vereinfacht. Das ist ja für Stress gedacht, dass man kurzfristige Entscheidungen fällt. Das mag im Tierreich ja manchmal hilfreich sein. In der menschlichen Politik heutzutage ist es eine Katastrophe. Deshalb gelten Frauen ja allgemein auch als sozial klüger. Die haben eben weniger Testosteron. Im kommunikativen Bereich sind sie viel besser drauf. Es gibt aber übrigens auch noch die Bonobos. Die haben überhaupt keine Hierarchie. Da gibt es kein Alpha-Tierchen. Und wenn es Probleme gibt, dann wird das durch Sex gelöst. Sexpartys. Tatsächlich, die machen einfach Sex und dadurch wird der Stress eines Streites. Also es ist nicht so einfach im Tierreich, dass man denkt, da setzt sich immer der Stärkste durch. Auch selbst da spielt Kooperation eine große Rolle. Manche haben Chefs, aber das kommt nicht unbedingt, weil sie die Stärksten sind. Manche haben gar keine Chefs. Übrigens sind sie meistens matriarchalisch, die Bonobos. Die Bonobos sind mit den Schimpansen unsere nächsten Verwandten. Witzigerweise haben wir zwei nächste Verwandten, die zwei Systeme leben. Der Schimpanse ist ziemlich hierarchisch und ein bisschen teilweise bösartig. Die Bonobos machen den ganzen Tag Party. Ja, da müssen wir selber sehen, was für uns am besten funktioniert. Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Die Evolution hat es irgendwie abgesehen auf Vielfalt, kann man sagen. Es geht nicht darum, dass der Stärkste sich durchsetzt. Vielfalt wird gewünscht. Ja, der Philosoph Precht sagt, er hat den Eindruck bei der Evolution, wenn etwas einigermaßen überleben kann, dann ist es schon in Ordnung. Also es geht gar nicht darum, dass sich immer jemand durch eine Mutation etwas Neues entwickelt, wodurch er als Einziger überlebt und alle anderen verschwinden. Wenn eine Mutation einigermaßen funktioniert, dass du nicht gleich stirbst, dann bleibt die erhalten. Und so entwickelt die Natur eine unglaubliche Vielfalt. Und dabei immer zu denken, das ist immer nur fürs Überleben und so, das ist viel zu eng. Warum manche Fische irgendwelche Punkte und Farben haben, das ist nicht einfach zum Überleben oder zum Kampf ums Dasein. Es ist einfach nur, weil die Natur Lust hat an Kreativität und Vielfalt. Das ist sehr interessant. Gut, auf jeden Fall, ich schildere das alles nur deshalb, weil eben dieser Einwand, den man vielleicht kriegt, Tugenden, die ja in Richtung auf Altruismus gehen und Geduld und Mitgefühl und Freigebigkeit und Ethik und so weiter, das ist alles eine Illusion, weil der Mensch in Wirklichkeit evolutionär gesehen einfach darauf ausgerichtet ist, dass der Stärkste sich durchsetzt. Das ist absolut nicht zu halten. Das hat Darwin selber so nicht verkündet. Und die heutigen Erkenntnisse sind eindeutig, dass die menschliche Stärke, warum der Mensch der Chef auf diesem Planeten ist, das Alpha-Tier, kommt ja nicht durch seine körperliche Stärke, sondern weil er eben ein bisschen mehr in der Birne hat, aber insbesondere besonders kommunizieren kann und er kann kooperieren. Dadurch sind wir offenbar stärker als jedes Tier, ne? Wir können Sachen entwickeln wie Technik, mit denen wir sowieso stärker sind. Und wir konnten schon früher Tiere jagen, die viel stärker sind als wir, weil wir Fallen gestellt haben mit verschiedenen Aufgaben, Verantwortung. Das ist die Realität, dass tatsächlich solche menschlichen Eigenschaften wie Tugenden die Möglichkeit bieten, dass der Mensch sogar überleben kann. In diesem berühmten Survival of the Fittest ist der Mensch dann am fittesten, wenn er diesen menschlichen Tugenden entspricht. Insbesondere sehen wir im Moment, wenn wir es nur darauf ablegen, dass wir möglichst viele Menschen werden und überleben, dann ist das gerade schlecht für uns, ne? Wir müssen sogar gerade auch die anderen fördern. Die Artenvielfalt ist für uns selber von allergrößter Bedeutung, ne? Wie Einstein sagte, wenn die Bienen sterben, stirbt auch der Mensch, ne? Das war jetzt ein kleiner Exkurs eben zur Evolution. Das haben wir noch nie besonders besprochen, aber persönlich habe ich das ein bisschen bei Joachim Bauer und anderen Autoren verfolgt, dass immer noch eine völlig falsche Vorstellung über Darwin besteht und damit auch ein Vorbehalt gegenüber solchen spirituellen Idealen, weil man denkt, das ist einfach nicht die Realität der Evolution. Dadurch ist ja dann auch der Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, da hat man den Sozialdarwinismus ja auch entwickelt, ne? Das bis hin zu Rassismus und was es da nicht alles gibt. Das ist alles hoffentlich überwunden, ne? Übrigens auch andere Aspekte an der Evolution sind aus meiner Sicht etwas problematisch, nämlich dass man denkt, die Evolution wäre völlig zufällig und sie würde sich immer
als würde sich immer etwas weiterentwickeln, was noch nicht da ist. Ich halte es für möglich, dass in der Evolution von vornherein die geistigen Aspekte schon vollständig vorhanden sind, die sich dann nur ausdifferenzieren sozusagen ins Materielle. Die Evolution wird immer gröber sozusagen, aber der Geist ist eigentlich der eigentliche Urquell der Evolution. Und es ist eben auch die Frage, ob alles völlig zufällig ist. So viele sagen wie Wolf Singer und so, die Evolution, die Mutationen finden völlig zufällig statt. Sie haben keinerlei Richtung. Ne? Das wird aus meiner Sicht von der Epigenetik heute schon widerlegt. Die Epigenetik sagt eben, dass wir zwar festgelegte Gene haben, die können wir nicht großartig ändern. Die ändern sich nicht durch unsere Gedanken oder unser Verhalten. Aber auf den Gensträngen ist sogenannte Span-DNA. Das heißt, da hat man früher gedacht, das ist unnötiges Material. Mittlerweile weiß man, das ist kein unnötiges Material, das sind die Schalter. Die schalten die Gensequenzen an und aus. Und diese Schalter werden beeinflusst durch die Außenumstände. Das heißt, wenn zum Beispiel die Mutter viel Stress hat in der Schwangerschaft, dann wird das Kind im Mutterleib darauf eingestellt, du kommst in eine feindliche Welt, du musst Stress haben, du musst aggressiv sein. Dann werden die Gene-Aspekte quasi angestellt, die einen recht aggressiv machen können, aus guten Gründen und so weiter, damit man sich behauptet. Ne? In einer friedlichen Welt und so werden diese Schalter nicht angestellt. Das heißt, du weißt durch die bloße Tatsache, welche Gene du hast, noch nicht, was für eine Person du wirst oder wie du im Leben lebst. Es kommt darauf an, was du benutzt. Das hat natürlich enorme Auswirkungen. Das würde bedeuten, dass wir doch von außen Einfluss auf die Gene haben, nämlich die Art, wie wir unsere Genstruktur benutzen. Das kann völlig unterschiedlich ausfallen, selbst bei Zwillingen. Je nachdem, in welche Umstände ein Zwilling kommt, wird er anders leben, er wird sein Material anders leben. Aus meiner Sicht kann das sogar bedeuten, dass man durch Meditation sein genetisches Material völlig unterschiedlich beeinflussen kann und auch da die positiven Dinge rauskitzeln kann sozusagen. Damit können wir selber Einfluss nehmen sozusagen auf unsere Entwicklung. Und wir sind nicht Sklaven der Gene, wie viele eben denken, ne? Wie gesagt, wir sagen immer gerne, wir sind völliger Sklave unserer Gene oder unserer Erziehung oder der menschlichen Natur oder von Gott. Aus buddhistischer Sicht sind wir nicht Sklaven von irgendwas. Wir haben uns selber unser Schicksal weitgehend gemacht durch die Art und Weise, was wir tun. Übrigens entspricht das auch Lamarck. Also der große Konkurrent von Darwin war Lamarck. Der hat etwas gesagt, was im ersten Moment ja viel überzeugender erscheint. Er sagt, die Giraffen haben einen langen Hals gekriegt, weil sie immer so irgendwie nach den hohen Pflanzen gegriffen haben. Und dann haben die Nachfahren immer höhere, größere. Also die längere Hälse hatten, haben besser überlebt. Und das leuchtete ein. Ne? Durch ihr Verhalten hat sich das übertragen auf die nächste Generation. Ja, das hat man nach Darwin gesagt, das wäre nicht der Fall. Also das wäre eine völlig zufällige Mutation. Durch die Epigenetik wird jetzt doch wieder deutlich, dass du, wenn die Mutter oder, wie gesagt, während der Schwangerschaft Stress hat oder in gutem Zustand ist, überträgt sich das auf die nächste Generation. Die nächste Generation nimmt die Erfahrungen der letzten Generation mit. Das heißt, wir prägen nicht nur uns selber dauernd, sondern auch zukünftige Generationen durch die Art, wie wir denken und was wir tun und so. Ja, das sind interessante Dinge. Übrigens, was Evolution angeht, dass es einfach zufällig ohne ein Ziel ist, das würden Leute wie Hegel natürlich ganz anders sehen oder Platon oder so. Die antiken Vorstellungen sind, dass das Dasein auf einen Endpunkt zuläuft, den man den Omega-Punkt nennt. Deshalb sagt man auch Alpha und Omega. Ne? Omega ist der letzte Buchstabe des Alphabets im Griechischen und das bedeutet, die evolutionäre Entwicklung, hat man früher vielleicht anders genannt, der Kosmos geht auf etwas zu, was seinen Endpunkt darstellt und fühlt sich von dem angezogen. Das kann man in sich selber spüren, wenn man spirituelle Entwicklung in sich spürt, dass man eine Notwendigkeit sieht, sich weiterzuentwickeln. Ne? Das ist übrigens der berühmte Satz, der bei Goethe in Faust vorkommt, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Das heißt,
Das beruht auf antiken Vorstellungen, dass es ein Letztliches gibt, zu dem wir hingehen, sei es nun Gott oder was auch immer, der Endpunkt unserer Entwicklung. Und dieser Endpunkt zieht uns hin. Das entspricht auch der Vorstellung von Aristoteles, der vier Arten von Ursachen lehrt. Er lehrt, dass die Wirkung eine Ursache ist. Das Ziel ist eine Ursache. Zum Beispiel, wenn ein Haus gebaut wird, ist die Absicht, ein Haus zu haben, die Ursache dafür, dass man ein Haus baut. Und er sagt, das ganze Universum sozusagen in unseren Vorstellungen hat ein Endziel. Und aus diesem Endziel heraus verhält sich die Evolution so, wie sie sich verhält. Ne? Hegel meint ja auch, dass eben durch die Dialektik der Pole es immer wieder zu einer Weiterentwicklung kommt. Das heißt, es treffen Gegensätze aufeinander, die in eine höhere Spirale gehen. Bei Ken Wilber sehen wir eben auch diese Vorstellung, dass die Evolution durchaus ein Projekt ist, das sich immer weiterentwickelt, wo man aber differenziert sehen muss, was diese Weiterentwicklung, warum es da zu Krisen kommt und auch Regression und so weiter. Aber auf die lange Sicht ist das Universum wahrscheinlich doch eine Art Schule, wo man immer weiter auf höhere Stufen geht. Und zwar nicht nur auf einer Ebene, sondern materiell und geistig und das singular und kollektiv. Das heißt, Ken Wilber gibt die Lehre von den vier Quadranten. Wilber hat sich gefragt, welches Entwicklungssystem kann man aufmachen? Was ist das Höchste im Universum und was ist das Einfachste sozusagen? Hat er zahllose Tabellen vor sich auf den Boden gelegt und versucht rauszukriegen, was ist denn jetzt? Ist die Galaxie das Größte oder sowas und das Atom das Kleinste oder was auch immer? Und er ist zur Erkenntnis gekommen, das Universum entwickelt sich in vier Richtungen gleichzeitig. Und zwar ist das Geistige und Materielle, können wir sozusagen sagen, und geistig und materiell jeweils auch kollektiv. Um das mal ganz einfach zu sagen, also zum Beispiel, wenn ich einen Gedanken habe, dann ist das in mir selber geistig ein Zustand, wo ich einen Gedanken habe. Es ist auch materiell gesehen bei mir ein Zustand, nämlich mein Gehirnzustand in diesem Moment, wo ich diesen Gedanken habe. Ne? Einen bestimmten Gedanken kann ich nicht ohne Gehirn machen, also zumindest so einen groben Gedanken, wie ich jetzt habe. Wahrscheinlich gibt es Geisteszustände ohne Gehirn, aber das ist eine andere Geschichte. Deshalb gibt es bei mir sowohl den geistigen Aspekt als auch den materiellen. Und man sollte nicht einfach sagen, ich bin nur Geist oder nur Materie. Für das, was ich im Moment hier mache, brauche ich sowohl ein Gehirn als auch einen Geist. Die Neurowissenschaftler würden bei mir jetzt irgendwelche Sachen da im Hirn sehen. Ich selber empfinde das als innere Zustände, mit denen ich gerade unterwegs bin. Ja? Und dann gibt es das ganze Kollektiv, weil ich verhalte mich innerhalb einer geistigen Kultur, zum Beispiel der rationalen Kultur. Deshalb rede ich ja gerade und argumentiere. Ne? Wenn wir in einer magischen Gesellschaft wären, würden wir eine Art Feuerritual vielleicht zusammen machen oder ein bisschen tanzen oder so. Ne? Das heißt, wir befinden uns in einer inneren kollektiven Bewusstseinszustand. Ne? Ich bin ja nicht nur singular in einem Bewusstseinszustand, sondern auch kollektiv. Ne? Das fällt einem nicht auf, weil wir alle in der gleichen sind, aber es gäbe auch ganz andere Bewusstseinskulturen. Ne? Und darüber hinaus befinden wir uns materiell in einem kollektiven Zustand, nämlich das sind die berühmten Produktivkräfte, von denen Marx spricht. Das heißt, eine technische oder Informationsgesellschaft produziert andere Geisteszustände als eine Ackerbaugesellschaft. Zum Beispiel die Damen hier im Raum können nur an diesen ganzen Dingen teilnehmen, weil wir nicht in einer Ackerbaugesellschaft leben. Da war die Bildung der Frauen meistens nicht sehr entwickelt. Das hängt tatsächlich zusammen. Der alte Marx hat ja nicht ganz Unrecht. Ne? Der große Meister des inneren Singularen ist der Buddha. Es gibt wohl keinen, der so genau beschreibt, was individuell in einem Menschen geistig stattfindet, ne? Mit allen Ebenen und so weiter. Und diese Ebenen haben sich halt entwickelt, von primitivsten Geisteszuständen bis zum Erwachen oder was es da auch alles geben mag. Ne? Die persönliche äußere materielle Seite hat sich auch entwickelt. Wir wissen heute, dass das Gehirn immer einen neuen Lappen kriegt, oder? Das kann man ja nachweisen. Das Gehirn kriegt immer einen neuen drauf. Der Buddha hat übrigens einen extra Lappen hier oben. Das ist kein Haarknoten, wie manche denken. Das ist ein zusätzlicher Lappen, ein transzendentes Gehirnteil des Buddha.
Ich habe sogar Bilder gesehen von irgendwelchen großen Meistern, wo Leute sagten, die hätten hier oben so eine Kopferhebung, die tatsächlich diese Ushnisha darstellt. Das kann ich nicht genau sagen. Oft sagt man, das ist ein nicht gewöhnlich wahrnehmbares Merkmal. Aber es scheint zu sein, dass manche Leute hier so eine Kopferhebung kriegen, einen zusätzlichen Gehirnteil sozusagen. Ja, und darüber kannst du Leute fragen, wie Wolf Singer oder was weiß ich, die große Koryphäe in der Neurowissenschaft sind. Was die kollektive Bewusstseinsentwicklung angeht, da kannst du eben Jean Gebser fragen oder Foucault oder solche Leute. Und was die kollektive äußere Entwicklung angeht, kannst du tatsächlich Karl Marx fragen. Deshalb heißt das Seminar morgen und übermorgen auch, hat nicht jeder ein bisschen Rechtes? Das heißt, Marx hat recht, dass die Produktivkräfte auf den Geist einwirken. Ja? Aber der Buddha hat auch recht, dass der Geist auf die Produktivkräfte einwirkt. Und wahrscheinlich ist der Geist sogar wichtiger als die Produktivkräfte. Aber es geht nicht ohne die Produktivkräfte. Und Herr Singer hat auch recht, im Gehirn passiert was. Das hat der Buddha früher nicht gelehrt. Ich weiß nicht, ob er es wusste, aber hat nichts drüber gesagt. Ne? Und diese kollektiven Bewusstseinsstrukturen sind auch noch nicht lange bekannt oder so. Was auch Ken Wilber sehr wichtig ist, die großen Religionen gehen immer davon aus, dass man mit dem gleichen Bewusstsein die endgültigen Wahrheiten erkennt. Aber in Wirklichkeit entwickeln die sich in der Geschichte, das muss man heute wissen. Und so gibt es auch vier Quadranten Entwicklung. Und das ist eben die Vorstellung, dass die Evolution auf allen vier Quadranten sich weiterentwickelt. Das heißt, das individuelle Bewusstsein entwickelt sich weiter, das Gehirn entwickelt sich weiter, die kollektiven Bewusstseinsstrukturen entwickeln sich weiter, sowohl auf geistiger als auch materieller Ebene. Aber wie gesagt, kann auch viel schiefgehen dabei, wenn man es sich weiterentwickelt, weil es gleichzeitig eben zu Verwerfung kommt, weil man gewaltige Instrumente in die Hand kriegt, die man früher nicht hatte. Ne? Früher gab es halt keine Atombomben, da konnte man nicht die ganze Welt in die Luft jagen. Aber heute haben wir die Fähigkeit, Atombomben zu bauen, und wenn das nicht spirituell unterfüttert wird, ist große Gefahr, dass sie auch angewendet werden. Gut, also das noch zur Evolution, habe ich mich heute ein bisschen länger ausgelassen. Aber das Ganze soll eben nochmal dazu führen, dass wir eben sehen, der entscheidende Faktor für die menschliche Evolution in dem Sinne, dass wir glücklich werden. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir mehr materiellen Wohlstand haben oder dass wir mehr Menschen werden, sondern dass wir tatsächlich Fähigkeit entwickeln, glücklich zu werden. Ne? Das nennt Alan Wallace übrigens eine bestimmte Intelligenz, dessen Namen ich immer vergesse. Es ist eine Intelligenzform, die nicht kognitive Intelligenz ist und nicht emotionale, sondern sinnstiftende Intelligenz. Das heißt, die Intelligenz, die versteht, was im Leben wirklich wichtig ist, was wirklich zum Glück führt. Das konative Intelligenz nennt er das, glaube ich. Dann kannte ich auch noch nicht den Ausdruck. Aber es ist sehr wichtig, wir haben heute enorme Intelligenz, aber sie ist nicht konativ. Der Buddha hat konative Intelligenz, er hat nur das erläutert letztlich, was den Menschen glücklich macht. Das war entscheidend. Die anderen Dinge waren sogar sekundär. Der Buddha hat gesagt, man soll nicht über alles nachdenken, wenn es gar nichts bringt, warum sollst du darüber nachdenken? Wichtig ist, was dich glücklich macht. Ne? Das ist ganz klar konativ. Ja, und die Quintessenz ist, dass im Buddhismus eben 11 heilsame Geistesfaktoren oder Tugenden erläutert werden. Letztes Mal sprach ich davon, dass es christliche Tugenden gibt, wie Glaube, Liebe, Hoffnung. Dann gibt es antike Tugenden, wie zum Beispiel Mut und maßvoll zu sein, also einen mittleren Weg zu gehen und so weiter und viele andere. Im Buddhismus gibt es natürlich Tugenden auf alle möglichen Weise eingeteilt. Zum Beispiel den Dharma kann man immer in verschiedener Weise einteilen. Und worum es geht, sind immer Tugenden oder heilsame Faktoren. Wir können vom Dharma sprechen, das ist quasi die letztliche Tugend überhaupt. Die Dinge wirklich der Realität gemäß zu verstehen im Wesentlichen. Wir sprechen von Weisheit und Methode. Das heißt, dass man einerseits eben seine kognitive Intelligenz schult und auch seine emotionale Intelligenz. Dann haben wir die drei höheren Schulungen, das ist Ethik, Konzentration und Weisheit. Auf der Grundlage eines ethischen Lebens, tugendhaften ethischen Lebens, entwickelt man einen ruhigen Geist, den man dann auf die Einsichtsfähigkeiten der Weisheit richtet und damit Befreiung erreicht. Dann gibt es, was vier angeht, zum Beispiel die vier Unermesslichkeiten, unermessliche Liebe, unermessliches Mitgefühl,
unermessliche Freude und unermesslicher Gleichmut. Eine sehr wichtige Einteilung. Dann gibt es die fünf Kräfte. Die fünf Kräfte sind Vertrauen, Vergegenwärtigung, Tatkraft, Konzentration und Weisheit. Die drei höheren Schulungen haben wir da wieder drin, aber sie werden noch ergänzt durch einige andere detailliertere Aspekte wie Vertrauen und Tatkraft und so weiter. Steht natürlich nicht im Widerspruch zur Ethik. Dann haben wir die sechs Vollkommenheiten, die sehr oft genannt werden im Mahayana. Das ist eben Freigebigkeit, Ethik, Geduld, Tatkraft, Konzentration und Weisheit. Finden wir in Shantidevas Bodhicayavatara, das ich hier ja ausführlich erläutert habe, jeweils ein Kapitel zu einer dieser Tugenden, wie zum Beispiel das Geduldskapitel oder das Tatkraftkapitel oder das Kapitel über Achtsamkeit, was sich mit Ethik beschäftigt. Dann gibt es die sieben Erleuchtungsglieder und den achtfachen Pfad und so weiter. Das ist eine Einteilung der Tugenden im Buddhismus. Und dann gibt es innerhalb der Erklärung der 51 Geistesfaktoren, wo eben eine Landkarte gegeben wird, verschiedener Geistesfaktoren heilsamer und unheilsamer Art, zusammen mit einer Grundstruktur des Geistes und bestimmten Geistesfaktoren, die den Geist besonders stark machen. Da sprechen wir von Vertrauen, Selbstachtung, Rücksichtnahme, Begierdelosigkeit, Hasslosigkeit, Verblendungslosigkeit, Tatkraft, Beweglichkeit, Achtsamkeit, Gleichmut und Gewaltlosigkeit. Eigentlich könnte man diese 11 zusammendampfen auch auf Begierdelosigkeit, Hasslosigkeit und Verblendungslosigkeit. Ich habe ja eingangs gesagt, alles Leiden kommt aus Hass, Gier und Unwissenheit. Diese geistigen Eigenschaften führen zu unheilsamen Handlungen der Rede und des Körpers bis hin zum Töten, Stehlen, Lügen und so weiter. Diese hinterlassen geisteskarmische Anlagen, die, wenn sie heranreifen, dann als Leiden erlebt werden. So hat der Buddha das geschildert. Nirvana ist die Beseitigung von Hass, Gier und Unwissenheit. Darauf können sich eigentlich alle Buddhisten einigen. Das Nirvana ist nicht, dass man nicht mehr existiert, sondern dass keine Leidenschaften mehr vorhanden sind. Und da alle Leidenschaften aus Hass, Gier und Unwissenheit entstehen, wäre die Beseitigung dieser drei das Nirvana. Natürlich erreichen wir nicht gleich Nirvana. Nirvana will come later, wie der Dalai Lama oft sagt. Aber wir können uns dem annähern. Der gesamte Dharma-Weg besteht darin, dass man Tugenden entwickelt, bei denen man weniger Begierde hat, weniger Hass und weniger Verblendung. Ja, hinter so einem Ausdruck wie Begierdelosigkeit versteckt sich zum Beispiel Dankbarkeit und Zufriedenheit und Freigebigkeit und so weiter. Das sind alles natürlich sehr positive Zustände, die sich dadurch auszeichnen, dass man keine Begierde so stark hat. Begierde heißt nicht, dass man irgendeinen Wunsch und ein Bedürfnis hat, sondern dass man etwas völlig überschätzt in seinem Wert, einen glücklich zu machen, und da nicht mehr davon lassen kann und da süchtig danach wird und völlig unruhig der Geist wird und auch potenziell gewaltsam. Wenn man das schrittweise überwindet, wir haben letztes Mal über Dankbarkeit meditiert, wie das Brother David Steinl-Rast als Christ auch meditiert, dann ist man weniger Begierde, hat man weniger Begierde. Wenn man das wirklich machen würde, würde man spüren, dass es einen sehr glücklich macht. Begierdelosigkeit ist nicht nur eine Abwesenheit von etwas, es ist reine Glückseligkeit, heißt es im Pali-Kanon. Das heißt, ein Mensch, der wirklich im Moment mal keine Begierde hat, das ist nicht einfach nur ein toter Geisteszustand, wo nichts mehr los ist, wie man denkt. Es ist völlige Glückseligkeit. Man wird vollkommen überschwemmt von Glück. Vielleicht kennen wir das ansatzweise. Wir sitzen wirklich im Wald und denken, ist alles okay. Schöner Tag heute. Lauschen den Vögeln und haben keine Begierde. Tolles Glück, oder? Das schönste Glück im Leben ist meistens gar nicht so aufregend. Man sitzt einfach da und denkt, ich will gar nichts, alles okay. Man vergisst mal ganz kurz, welche Begierden man alle hat. Und dadurch tritt plötzlich so eine Qualität von Glück auf, dass man denkt, besser geht's ja gar nicht. Wunschlos glücklich nennen wir das auch. So wie Sokrates auf dem Markt in Athen sagt, was gibt es doch alles, was ich nicht brauche? Also man geht über den Markt, findet die Sachen sehr schön, attraktiv, aber denkt, ich muss es nicht kaufen. Ist okay, aber ich freue mich, ich sehe das. Noch schöner in der Natur, da will man eh nichts kaufen. Man hört einfach, man riecht, man schmeckt, wie wir letztes Mal meditiert haben, und denkt, toll, das muss nicht mehr werden oder toller.
Einfach so, wie es ist, ist okay. Das ist ansatzweise Begierdelosigkeit. Völlige Begierdelosigkeit kann man nur haben, wenn man auch Weisheit entwickelt. Aber das ist ungefähr damit gemeint. Hasslosigkeit ist ein Zustand, wo man eben nicht ständig latent aggressiv ist oder zerstörerisch. Ne? Ja, der gewöhnliche Mensch hat doch eine Tendenz in sich, potenziell wie so eine Springpuppe zu sein. Das heißt, es muss nur ein kleiner Anlass kommen und ist sofort ärgerlich, oder? So eine Springpuppe hat da so einen Deckel drauf, wenn du die wegnimmst, zack. Das heißt, der gewöhnliche Mensch wartet geradezu darauf, dass jemand was sagt, wo er sich gleich wieder aufregen kann. Dann hat er wenigstens einen Grund, warum er sich aufregen kann. Normalerweise fühlen wir uns einfach frustriert im Leben. Wir sind unzufrieden und deshalb sind wir potenziell ärgerlich. Wenn aber gerade alle das Richtige machen, kann man sich nicht austoben. Ne? Wenn dann jemand was sagt, was einem nicht so gefällt, ist man gerade so begeistert, dass man über den herfallen kann. Oder beim Autofahren, dass jemand falsch gefahren ist und man kann da ordentlich über ihn schimpfen und so weiter. Das ist so eine latente Feindseligkeit, die immer da ist. Ne? Der Mensch hat auch sehr viel Empathie und Güte, aber es ist beim ungeschulten Geist auch immer so eine latente Feindseligkeit. Die anderen könnten mir was tun. Wir haben auch sozial immer so ein bisschen Angst vor anderen. Ne? Vielleicht sagt er was, was mir nicht gefällt. Vielleicht greift er mich an oder so. Wir meditieren auch öfter darüber, wie es sich anfühlt, ein Mensch unter anderen Menschen zu sein. Und oft hat man das Gefühl, die anderen sind eher ein bisschen bedrohlich. Ne? Das ist aber nicht die Realität. Und gelegentlich öffnen wir uns total. Ne? Vielleicht, dass wir einen Menschen wirklich sehr lieben. Noch besser ist, wenn es so eine universelle Liebe ist. Und wir unsere Angst mal ein bisschen vergessen. Und dann plötzlich sind wir hasslos. Das heißt, nicht völlig, aber ansatzweise. Und dann spürt man, wie man tatsächlich vor Liebe überfließt, sozusagen. Wiederum ist der natürliche Zustand des Menschen tiefe Liebe, wenn er nicht immer diese Feindseligkeit hätte. Das heißt, die Liebe scheint angelegt zu sein, aber sie wird behindert durch unser Ego, das ständig Angst hat und sich verteidigen will. Und deshalb kann die Liebe nicht frei fließen. Ne? Gelegentlich fließt sie dann ja doch. Wenn du ein Kind kriegst und es wird geboren, dann kommt einfach Liebe. Kannst du gar nichts machen oder sowas, wenn du einigermaßen normal tickst. Und in dem Moment ist keine Feindseligkeit da. Ne? Hast ja auch keine Angst vor so einem kleinen Kind, außer dass es sehr teuer wird und viele Schwierigkeiten. Aber Angst hast du nicht direkt. Und das hat dann mit Hasslosigkeit zu tun. Da verbergen sich, wie gesagt, Geduld und Liebe dahinter und solche Faktoren. Ja, eben in Indien nennt man das Sat-Chit-Ananda. Das besteht aus drei Aspekten. Sat heißt Wahrheit, Chit kommt von Chitta, also Geist, und Ananda, Glückseligkeit. Und dahinter steht der Gedanke, dass der Geist an sich glückselig ist, wenn man ihn in Ruhe lässt. Wenn das Ego nicht ständig Begierden hat oder Abneigung, dann ist nicht nur ein neutraler Zustand, es ist reine Glückseligkeit, die im Wesen des Geistes liegt. Das kann übrigens jeder erfahren, wenn er so ein bisschen Shamatha macht oder Atembetrachtung, da bemerkt er zumindest einige Minuten, dass man einfach happy sein kann, ohne Grund, ohne irgendeinen äußeren Anlass. Der Geist kommt zur Ruhe und ist einfach glücklich. Aber das kriegen wir meistens nicht mit, weil wir ständig Begierden haben oder Abneigung, ne? Dann kommen ja auch sofort wieder Gedanken an Leute, die wir nicht mögen oder die wir mögen und so weiter. Und dann ist es vorbei mit Sat-Chit-Ananda. Ja, und Verblendungslosigkeit ist eben ein Zustand, wo man nicht in dieser Dumpfheit ist, der Geist so unklar ist. Das kann man sehr gut sehen bei tibetischen Mönchen, wenn sie debattieren. Die sind so stark gerichtet auf die philosophischen Inhalte, dass sie gar keinen Platz haben für dumme Gedanken und so. Ihr Geist ist vollkommen klar und offen. Sie haben alle Inhalte an den Fingerspitzen, wie man sagt. Die müssen nicht mühsam nachdenken, wie war das noch, sondern das fällt ihnen sofort ein. Ne? Ja, wer mal so einen Lama erlebt hat, wenn er unterweist und so, wie er alle Dinge total auf der Reihe hat und sowas, alles zusammenpasst, der versteht, was Verblendungslosigkeit ist. Ne? Das ist ein Zustand, wo unser Geist mal nicht so dumpf ist, sondern in seiner natürlichen Intelligenz. Die man übrigens auch bei Kindern sehen kann, was so kleine Kinder für eine enorme Intelligenz ausstrahlen, weil ihr Geist noch nicht so dumpf ist, weil sie offen sind und noch nicht so viel Anhaftung vielleicht haben. Gut, das sind die wesentlichen Tugenden, Begierdelosigkeit, Hasslosigkeit, Verblendungslosigkeit. Ich gehe da nächstes Mal natürlich auf die anderen auch ein. Und wir haben letztes Mal meditiert über Begierdelosigkeit in Form von Dankbarkeit. Dann wollen wir heute vielleicht über Hasslosigkeit meditieren.
Und zwar mit einer Meditation über Vergebung. Ja? Wollen wir das machen? Ja, vielleicht könnt ihr euch ein bisschen bewegen, kurz mal aufstehen. Dann wird es leichter sein, das auch noch zu ertragen. Ja, das habe ich vorhin noch vergessen. Das Wort dafür, dass man in sich spürt, dass man sich weiterentwickeln will, das nennt man übrigens bei Platon den Eros. Eros ist eigentlich eine geistige Kraft zur Weiterentwicklung oder so. Deshalb kennt ihr wahrscheinlich die platonische Liebe auch und so weiter. Das heißt, die eigentliche Eros ist, dass wir in uns spüren, dass wir davon angezogen werden, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir die und dass wir dieser Anrufung hören und dem nachkommen. Ne? Ich persönlich habe das bei Gustav Mahler, dem Komponisten, immer sehr wahrgenommen. Der war sich bewusst, dass in ihm die Evolution tätig war. Er hat selber gesagt, er spürt diesen Auftrag, diese Musik zu machen. Er weiß nicht, woher das kommt, aber er ist überzeugt, dass es ausgedrückt werden muss. Auch wenn es für ihn manchmal eine Qual war oder eine unglaubliche Anstrengung, die ihn körperlich fast vernichtet hat. Aber er wusste, dass er in sich weiterführende Erfahrungen der Menschheit hat und er den Auftrag hat, das irgendwie auszudrücken. Ne? Tatsächlich war seine persönliche Religion auch Karma und Wiedergeburt. Und es geht so weit, dass er sogar gesagt hat, sein Werk wird irgendwann wieder zerstört werden. Das ist die Realität, wird kein Mensch mehr kennen. Aber der Gedanke, der dieses Werk geschaffen hat, der lebt weiter. Das heißt, diese geistige Kraft, die so etwas geschaffen hat, dadurch, dass es das schafft, setzt es Anlagen, dass es sich das weiter fortsetzt, sowohl in ihm selber als auch in der Menschheit. Und so haben einzelne Genies in sich diesen Eros gespürt, dass sie etwas schaffen müssen zum Wohl der Menschheit, um die Evolution weiter voranzutreiben. Ich denke, in gewissem Maße spürt das jeder in sich, dass er als Mensch die Verantwortung hat, über sich hinauszuwachsen, oder? Ich weiß nicht, warum viele diesen Ruf nicht hören, aber eigentlich hat man diesen Ruf in sich. Manche hören den vielleicht auch von Gott, aber das wollte ich nur noch mal sagen, dass eben dieser Evolutionsbegriff heute, dass es einfach zufällig ist und ohne Ziel, ist natürlich sehr deprimierend. Das kann ich so nicht wirklich glauben und ich sehe es auch noch nicht als bewiesen an, sondern dass da durchaus Prozesse sind, dass Dinge immer komplexer werden. Ein Merkmal von geistiger Entwicklung ist zum Beispiel, zunächst ist man egozentrisch, dann ist man ethnozentrisch, dann weltzentrisch und sogar kosmozentrisch. Das heißt, die Kraft des Mitgefühls oder der Verantwortung wächst immer weiter. Ne? Und solche Geisteszustände entwickeln sich in der Menschheit schrittweise und sie entwickeln sich im einzelnen Kind, das kann man sehen. Ne? Ein kleines Kind ist noch gnadenlos egozentrisch, kann gar nicht anders. Es gibt ja auch moderne Entwicklungspsychologie heute, das gab es früher auch nicht, das ist eine Weiterentwicklung, Piaget und andere, die erkannten, dass kleine Kinder natürlich sich zunächst überhaupt nicht in andere reinversetzen können. Kinder bis 4, 5 können die Interessen anderer Leute schlecht nicht wahrnehmen, geht nicht. Da gibt es dieses berühmte Beispiel, dass man auf eine Seite in einer Tasse ein Bild malt und auf der anderen anderes. Und das Kind wird immer denken, dass der andere auf der Seite das Gleiche sieht wie er selber. Er kann nicht verstehen, dass das Bild ein anderes ist, oder? Und dann entwickelt sich plötzlich die Fähigkeit zu erkennen, dass der andere eine andere Perspektive hat.
Und es entwickelt sich auch Interesse an der eigenen Gruppe, dass es der gut geht und so weiter. Und das nennt man ethnozentrisch. Und wenn es noch weiter geht, wächst man über die Gruppe hinaus, weil die Liebe zur eigenen Gruppe ist eben beschränkt und führt schon wieder zur Abneigung gegenüber anderen Gruppen. Ne? Und dann entwickelt man weltzentrische Liebe, wie es in der 9. Sinfonie von Beethoven nach Schiller zum Ausdruck kommt, alle Menschen werden Brüder. Ne? Das kriegt man ja auch eine Gänsehaut, weil man merkt, das ist eben ein neuer Bewusstseinszustand, eine globale Liebe. In diesem Prozess sind wir ja wahrscheinlich nach wie vor mit Menschenrechten und so weiter. Ist ja auch dringend nötig, ist das Beste, Fitteste und Angepasste an unsere Situation, dass wir allgemeine Menschenliebe entwickeln. Der Dalai Lama sagt, das ist notwendig, dass wir über die ethnozentrische Liebe hinauswachsen zur weltzentrischen Liebe. Und es gibt sogar noch einen Schritt weiter, der sich auch bei einigen vorbereitet, das ist kosmozentrisch, dass man eben auch an Tieren interessiert ist. Letztlich an allen Wesen im Universum. Ich persönlich sehe in den letzten 10 Jahren immer größeres Bewusstsein für das Leiden der Tiere, was vorher ein sehr Soft-Thema war, was keinen Philosophen ernsthaft interessiert hat. Mittlerweile ein großes gesellschaftliches Thema, der Umgang mit Tieren. Also da entwickeln sich auch manchmal Dinge, ne? Gut, das nochmal zur Frage der Entwicklung und auch von gewissen Kriterien, was wirklich Entwicklung ausmacht, nämlich Tugenden wie Liebe und so weiter. Ja, eben im Bereich der Hasslosigkeit kann man solche Geisteszustände wie Liebe und Mitgefühl, aber auch Geduld und so weiter verstehen. Die höchste Geduld und die höchste Liebe ist die, die sich sogar gegenüber schwierigen Personen eben ausdrückt, ne? Im Christentum sogar Feindesliebe, das ist wirklich außerordentlich, wo die Religion eben über die eigene Gruppe hinausgeht, sogar hin zu den Feinden, das ist erstaunlich. Ne? In der Entwicklung von Metta, liebevoller Güte, entwickelt sich die Güte auch nach dem Buddha dazu, dass man sich selber liebt, zu seinen Freunden, über die Neutralen bis zu den wirklich schwierigen Menschen oder sogar Feinden, ne? Gut, das werden wir nicht sofort hinkriegen, dass wir unsere Feinde lieben. Aber man kann zumindest mal einen Impuls geben, dass man lernt, in Richtung Vergebung zu denken. Das ist natürlich sehr anspruchsvoll und man muss da vorsichtig vorgehen. Also jeder nach dem, wie es ihm im Moment möglich ist. Ne? Wenn man sich tatsächlich jetzt eine Person vielleicht vorstellt, von der man meint, dass sie einem geschadet hat, da muss man ja nicht gleich die schlimmste Sache nehmen oder die, die einen völlig überfordert, oder? Vielleicht eine kleine Sache. Jeden Tag erleben wir bestimmte Leute, die uns nerven oder provozieren. Und da können wir uns einen Fall herausnehmen vielleicht, um dann später wirklich zu den schwierigeren Fällen zu gehen. In der Psychotherapie dauert das vielleicht 3 Jahre. Wir machen das jetzt mal eben in 10 Minuten. Aber wichtig ist mal anzufangen mit dieser Denkweise. Letztlich geht es darum, dass man sich selber wiederum was Gutes tut, wenn man vergibt oder eben die Vergangenheit loslässt, weil nur so kann man von der Vergangenheit wieder frei werden und sich wieder öffnen. Ne? Wenn man nicht vergibt, dann ist man ja total gefesselt an die Person, der man nicht vergibt, oder? Paradoxerweise muss man sich sein Leben lang gerade mit den Personen rumschlagen, die einem am meisten geschadet haben, weil man eben nicht vergibt, ne? Das ist auch im politischen Raum übrigens, beschäftigen sich ganze Völker immer mit dem Volk, das ihnen am meisten geschadet haben und müssen sich immer wieder daran abarbeiten, anstatt dass sie irgendwann sich mal auf das richten, was für sie gut ist oder so. Ne? Das heißt nicht, dass man die Vergangenheit vergisst oder sowas oder übertüncht, weder individuell noch politisch. Aber dass man irgendwann erkennt, das ist jetzt geschehen, das können wir nicht mehr ändern, aber ich lasse diesen Groll und diesen Hass los, weil er mich selber vernichtet. Ne? Dieser Hass und die Vergeltungswünsche vernichten ja nicht den anderen meistens, sondern es vernichten einen selber. Ein Mensch, der immer Groll hat, wird selber darunter leiden. Er ist selber der Geschädigste, oder? Und so kann man nach einem gewissen Therapieprozess, wo jemand gemerkt hat, dass ihm vielleicht wirklich sehr geschadet worden ist, vielleicht auch in der Kindheit, dann auf die Idee kommen, dass er, nachdem er sich das jetzt bewusst gemacht hat und seinen Schmerz auch gefühlt hat. Ne? Wenn man den Schmerz noch gar nicht gefühlt hat, kann man nicht vergeben. Das wäre Verdrängung. Also wenn du dir gar nicht bewusst bist, dass du Schmerz hast, das ist kein Fall für Vergebung. Ne?
dass du jetzt sagst, ich bin jetzt Buddhist, ich vergebe euch allen und so, das bringt nicht so viel, sondern man geht erst rein in den Schmerz und erkennt, da war was. Vielleicht muss man nicht alles aufarbeiten, man muss erkennen, dass ein Schmerz da war, sonst ist keine Vergebung. Aber dann, wie Amsel Grün das auch in 4 Punkten beschreibt, erst sich den Schmerz bewusst machen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, sich vom Schädiger abgrenzen, dass das nicht weitergeht. Also wenn du vergibst und bist noch in dem Prozess, wo jemand dir die ganze Zeit weiterschadet, no way, ne? Dann musst du erst mal sehen, dass du wegkommst und eine Trennung passiert und so weiter. Aber dann kommt irgendwann der dritte Punkt, vielleicht in einem therapeutischen oder meditativen Prozess, dass du versuchst zu verstehen, warum der andere sich so verhalten hat. Nicht, dass du das rechtfertigst, aber dass du die Zusammenhänge verstehst und letztlich auch verstehst, dass der andere ein armes Schwein ist oder dass er sehr leidet und letztlich auch ein fühlendes Wesen ist und so weiter. Und der vierte Punkt nach Amsel Grün wäre dann, dass man das loslassen kann und damit hat man sich selber am meisten genutzt, ne? Dass man sich nicht ständig beschäftigen muss mit dem, wer einem so geschadet hat. Dann ist man wieder frei. Der Geist ist eigentlich immer frei. Es ist nur so eine Vorstellung, manchmal auch in der Therapie. Man hätte da was in sich, was man nicht auflösen kann, was immer da ist. Ne? So eine Hauruck-Freudianismus, dass man denkt, da habe ich ein Trauma und deshalb bin ich jetzt so. Das gibt es nicht. Du kannst jeden Geisteszustand wieder lösen. Das ist alles ein abhängiges Entstehen. Aber wenn du so daran festhältst, ich bin da verletzt und immer Groll hast, wird sich das mit Sicherheit nicht auflösen. Und du wiederholst diese Prozesse ja auch dauernd. Aber der Geist ist befreibar von allem letztlich. Ist aber ein längerer Prozess. Und wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen Hauruck-Verfahren. Aber jeder schützt sich selber, dass er vielleicht nur so weit geht, wie das für ihn im Moment gut geht. Ne? Da setze ich darauf, dass ihr selber das macht. Wenn ihr sowas jetzt nicht meditieren wollt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ist einfach mal, dass man diesen Impuls versteht oder diese Denkweise überhaupt. Geshe Pema Sampton hat in dem Zusammenhang mal von dem größten Mitgefühl mit uns selber gesprochen, wenn man seinen Zorn loslässt. Er soll den Vortrag über Mitgefühl halten und sagt, das größte Mitgefühl ist, wenn man seinen Schädigern verzeiht. Mit sich selber Mitgefühl, wohlgemerkt. Das fand ich im ersten Moment überraschend, aber sehr überzeugend. Gut, für die Meditation setzen wir uns so hin, wie es Meditation geeignet ist. Körper und Geist hängen eng zusammen. Und deshalb setzen wir uns eine Haltung, wodurch die Energien in unserem Körper, feinstofflichen Energien, die eine Einheit bilden mit dem Geist, mehr zur Ruhe kommen und sich mehr sammeln. Deshalb ist so ein Yogasitz ganz gut, im Schneidersitz oder ähnlichen, wenn man auf dem Stuhl sitzt, die Fußflächen gut auf den Boden bringen. Ansonsten die Hände in Schoß legen vielleicht. Den Rücken recht aufrecht, das ist wichtig für die Klarheit des menschlichen Geistes, dass wir als Homo sapiens aufrecht gehen, stehen, sitzen. Das zeigt auch unsere evolutionären besten Eigenschaften von Klarheit und Weisheit des Geistes, die wir haben, neben dem Mitgefühl. Der Kopf fällt so ein bisschen nach vorne, wie eine volle Ehre an ihrem Halm. Die Augen können wir schließen, aber wenn wir dann müde werden, ist es besser, sie leicht geöffnet zu halten. Und dann beginnen wir mit der Meditation. Und wir machen uns deutlich, dass wir meditieren wollen, weil wir erkannt haben, dass äußere Erfahrungen alleine nicht zu einem wirklichen Seelenfrieden führen, zu tieferem Glück, sondern nur die innere Transformation in Richtung auf Tugenden oder heilsame Geisteszustände. Und dafür sind wir heute Abend hierher gekommen, nehmen daran teil, haben uns in eine Körperhaltung begeben, die geeignet ist, unsere Energien zu sammeln,
auch unseren Geist mehr nach innen zu führen. Und nun richten wir unsere geistige Aufmerksamkeitsfähigkeit auf unseren Atem, wo wir ihn am besten spüren können. Sei es, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt, oder die leichte Tastempfindung unterhalb der Nase beim Ein- und Ausatmen. Wir brauchen den Atem nicht bewusst zu verändern, wir lassen ihn ganz natürlich fließen. Der Körper weiß selbst am besten, wie er atmet. Aber sind uns bewusst, dass wir ein- und ausatmen. Wir brauchen einmal nichts zu tun, nichts zu erreichen für unser Ego, einfach nur zu atmen und uns dessen bewusst sein. Es kann einen schon heiterer stimmen. Wenn andere Gedanken auftreten, ist das vollkommen in Ordnung. Wir ärgern uns nicht darüber, aber bemerken es mit Selbstbeobachtung und gehen mit Vergegenwärtigung zum Atem zurück, immer aufs Neue. Und so wird unser Geist langsam etwas ruhiger, neutraler, überflüssige Gedanken kommen zur Ruhe und dadurch können wir eine analytische Meditation zusammen mit Vergebung durchführen. Und dabei stellen wir uns mal eine Person vor, von der wir meinen, dass sie uns geschadet hat, allerdings so, dass sie uns keinen weiteren Schaden zufügen kann. Und erstmal eine Person vielleicht, wo wir den Schaden noch überschaubar einschätzen, vielleicht verborgen oder hinter einer undurchdringlichen Glasscheibe oder in einem schutzbedürftigen Zustand als alter oder junger Mensch oder wie auch immer. Aber wir beobachten mal, welche Person uns vielleicht einfällt, wenn wir daran denken, welche Person uns irritiert hat durch ihr Verhalten oder vielleicht auch regelmäßig irritiert. Stellen uns also diese Person gegenwärtig vor. Und spüren mal hinein, was dann bei uns für Erfahrungen hochkommen, welche Geisteszustände, wenn wir uns mit dieser Person beschäftigen sollen. Machen einfach mal ein bisschen Brainstorm, was da so in uns hochkommt, wenn wir uns mit dieser Person beschäftigen, wenn sie in den Raum kommt oder wenn wir von ihr hören, was dann in unserem Geist passiert. Da werden wir sicherlich feststellen, dass das keine angenehmen Geisteszustände sind, sondern ein Gefühl von Groll und Abneigung. Was es für eine Zumutung hält, sich überhaupt mit der Person beschäftigen zu müssen oder ähnliches. Auf jeden Fall innere Unruhe, Agitiertheit, vielleicht sogar Aggression. Und wenn wir das so wahrnehmen, wird vielleicht deutlich, dass es in unserem Interesse ist, dem Ganzen eine Wendung zu geben. Sonst werden wir immer, wenn wir von dieser Person hören oder sie sehen,
immer wieder in diese unangenehmen Zustände geraten. Es entstehen immer neue Konflikte in unserem Geist. Wahrscheinlich auch äußerlich immer neue Leiden und Schwierigkeiten. Deshalb wollen wir mal schauen, ob wir dem Ganzen eine neue Perspektive verleihen können. Neue Sichtweise auf diese Dinge. Und ein grundsätzlicher Gedanke ist zum Beispiel, dass wir uns mal deutlich machen, dass auch diese Person, die wir nur als Schädiger für uns sehen, ein leidendes Wesen ist, wie andere auch. Unabhängig davon, was die Person uns getan hat, ist sie offensichtlich eine sogar sehr leidende Person, sonst würde sie sich nicht so verhalten. Wenn man anderen Leuten schadet, dann geht es einem offensichtlich nicht gut. Ein glücklicher Mensch schadet anderen nicht. Wir können sagen, dass er quasi krank ist, zumindest psychisch, vielleicht sehr gestresst, unzufrieden. Das zeigt sein Verhalten, das haben wir vielleicht so noch nie gesehen, aber das ist deutlich der Fall. Wir können auch sagen, diese Person ist sehr ungeschickt in ihrer Suche nach Glück, denn wenn sie sich weiter so verhält, wird sie kein Glück finden, sondern sich immer weiter verstricken in Leiden. Dabei können wir auch die Person von ihrem Verhalten unterscheiden. Die Person sollten wir nicht ablehnen, aber ihr Verhalten sollten wir durchaus ablehnen, wenn es destruktiv ist. Aber das ist ein Unterschied. Eine Person kann sich sehr negativ verhalten, ohne dass wir die Person als Ganze ablehnen müssen. So wie wenn eine Person einen Krankheitskeim in sich hat, den wir ablehnen, aber nicht die Person. Wir schauen mal, ob das einen gewissen Einfluss hat auf unsere Betrachtung dieser Person, dieser Aspekt, den wir sonst selten bedenken. Unabhängig von dem, was uns geschieht, wie es dieser Person eigentlich geht. Darüber hinaus kann man auch mal sich klar machen, dass die Person vermutlich auch Qualitäten hat. Wir sehen vielleicht nur Negatives an dieser Person, weil wir uns geschädigt fühlen. Aber andere Leute sehen die Person vielleicht auch anders und es ist selten, dass jemand nur schlechte Eigenschaften hat. Das kann man ruhig mal beachten, dass diese Person auch andere Aspekte hat, als was wir so negativ sehen, weil wir uns verletzt fühlen. Vielleicht können wir uns sogar dafür öffnen, dass wir vielleicht einen gewissen Anteil an der Problematik haben. Meistens ist es bei Konflikten so, dass beide Seiten etwas gemacht haben. Manchmal ist der Schädiger eindeutig. Aber irgendwas ist vielleicht auch bei uns. Und sei es die Tatsache, dass wir die Person so ablehnen, dass diese Person negativ auf uns reagiert. Vielleicht können wir sogar in Richtung Karma denken, dass wir vielleicht in der Vergangenheit auch anderen Wesen geschadet haben und dadurch solche Reaktionen auftreten. Es kann hilfreich sein, um den Ärger zu verringern, dass wir selber den eigenen Anteil in der Problematik erkennen. In jedem Fall bietet die Situation mit einem schwierigen Menschen für uns eine Chance, uns weiterzuentwickeln. Ob wir diese Chance nutzen, liegt allein bei uns selber. Dafür ist der andere nicht verantwortlich. Wenn es keine schwierigen Menschen gäbe, könnten wir geistig nicht wachsen, nicht Geduld und Liebe entwickeln, keine Hasslosigkeit entwickeln. Das sind aber entscheidende Dinge auf dem Weg des Dharma. Und ob wir die Konfrontation mit dieser schwierigen Person letztlich im Leben für uns fruchtbar machen oder einfach nur in das Destruktive gehen, das ist unsere eigene Entscheidung. Es wäre gut, sich für den konstruktiven Weg zu entscheiden. Und das liegt bei uns. Die Freiheit haben wir.
Wir können noch mal schauen, ob das vielleicht unseren spontanen Ärger und Groll ein wenig verringert, wenn wir so denken, dass wir auch andere Aspekte erwägen. In jedem Fall ist Veränderung möglich. Das muss nicht immer so bleiben, wie es im Moment ist. Menschen ändern sich, sind unbeständig. Und wir können abschließend uns sogar vorstellen, dass wir dieser anderen Person anbieten, ihr zu verzeihen für das, was sie uns scheinbar getan hat. Und in dem Fall auch uns vorstellen, dass die andere Person das annimmt, was wir natürlich nicht immer kontrollieren können. Aber in diesem Fall denken wir, dass wir signalisieren, ich bin bereit, einige Dinge zu verzeihen. Und die andere Person sich freut über diese Chance oder zumindest darauf eingeht. Und eine neue Atmosphäre zwischen uns entsteht, die zumindest etwas möglich macht, eine Veränderung für möglich hält, eine gewisse Versöhnung, die in der Luft liegt. Vielleicht können wir das dann spüren. Natürlich Zeit brauchen wird, aber eine Tür ist geöffnet. Und das, was wir dann spüren, das nennt man eben einen mehr vergebenden oder verzeihenden Geisteszustand. Oder auch Geduld mit schwierigen Personen. Und er zeichnet sich durch Hasslosigkeit aus, in gewissem Maße. Und wir spüren ein bisschen rein, wie sich das anfühlt, wenn man eben freier ist von solcher Abneigung und Ärger. Aber für jetzt geben wir uns zufrieden, wie weit wir diese sehr anspruchsvolle Meditation durchgeführt haben, zumindest uns mal darauf eingelassen haben, nehmen uns vor, in Zukunft öfter mal in diese Richtung zu denken, auch wenn es nicht gleich gelingen wird, schwierige Personen zu lieben, das ist ausgeschlossen. Aber es kann sich etwas lockern vielleicht. Loslassen, öffnen. Aber für jetzt lösen wir diese Erscheinung von einer anderen Person im Raum vor uns auf, wie ein Regenbogen im Himmel. Und dann spüren wir auch wieder unseren Atem ohne diese Vorstellung und Reflexion. Und kommen mit unserer Aufmerksamkeit in die Außenwelt zurück. Ja, können uns schon denken, dass es dann nächste Woche sicherlich weitergeht, am Freitag mit den 11 heilsamen Faktoren nochmal, sehr wichtige Dinge. Sehr wichtig, so eine Landkarte von geistigen Tugenden zu haben, die letztlich zu Glück führen. Wenn man sie identifiziert hat, kann man sie auch besser entwickeln und ihre Gegenteile erkennen und so weiter. Ja, für heute lassen wir es dabei. Ganz herzlichen Dank für Jan für die Aufnahme. Wer möchte, kann über PayPal sicher auch was beitragen, dass diese Veranstaltungen weitergehen können. Wer möchte, ich habe ja ein bisschen über Wilba geplaudert, das findet morgen ab 14 Uhr hier statt und am Sonntag auch. Man kann, glaube ich, auch spontan reinkommen, kann man ja im Nachhinein noch bezahlen. Es können auch Leute daran teilnehmen, die nicht im Studienprogramm sonst drin sind. Das ist ein extra Modul. Ja, ist mal eine Chance, sich tiefer mit Wilba zu beschäftigen. Vielleicht kann man sogar im Nachhinein noch über Video buchen oder so. Ist, glaube ich, auch möglich. Gut, für die digitalen Hörer. Ja, wer sich mit dem monumentalen Werk von Wilba mal ein bisschen beschäftigen möchte. Dann machen wir für heute die Widmung. Wir haben sicherlich sehr gute Anlagen gesammelt, indem wir uns mit Tugenden beschäftigt haben und vorgenommen, das weiterzuentwickeln. Und das widmen wir für das Wohl nicht nur von uns selber, sondern auch von anderen. Dadurch wird diese Kraft noch gestärkt und ist nicht so leicht angreifbar durch den nächsten Wutanfall oder so. Das würde sonst sehr leicht wieder zerstört werden. Wir machen es auf die Buddha-Bank, die ist too big to fail sozusagen. Mögen durch die Kraft dieser Bemühungen alle Wesen von zerstörerischem Tun und Denken ablassen und in Freundschaft, Liebe, Mitgefühl und Harmonie zusammenleben.
Mögen alle Wesen Kraft dieser Bemühungen, verdienstvoller Handlungen und Weisheit sammeln können. Und mögen sie die zwei heiligen Körper erlangen, welche aus verdienstvollen Handlungen und Weisheit entstehen. Möge der Dalai Lama, der große Ozean, der Halter der Lehre, lange leben. Möge der Geist der Einsichtsvollen sich wie ein Lotus entfalten. Und möge unter der Sonne von Belehrung und Praxis allen 10 Himmelsrichtungen Glück beschieden sein. Ja, schönes Wochenende. Und vielleicht Montag oder Freitag. Dankeschön, Dankeschön.